weil nämlich die Verträge, die 100 Staaten auf der ganzen Welt mit der Arzneimittelindustrie im Rahmen der Pandemic Preparedness abgeschlossen hatten, hat die Rivera empfohlen, ihr müsst was tun, ihr müsst Vorsorge treffen, dass ihr Impfstoff habt, wenn da eine Pandemie kommt. Das haben sie seit 2000, hat sie dieses gedrückt mit der Vogelgrippe. Und das hat sie die ganzen kleinen Vorspiele haben die benutzt, um Angst zu machen. So ein verbrecherischer Laden ist das. Ja, vielen Dank. Das ist für mich geehrt, in Dresden sein zu dürfen, bei euch hier. Ihr seid sehr engagiert und von Anfang an sehr engagiert und das hat mich sehr gefreut und deshalb bin ich gern gekommen. Ja, es ist inzwischen so viel passiert und viele Leute wissen auch schon ganz viel. Und es wird sehr viel Verwirrung gestiftet, auch durch die vielen Informationen, die man gar nicht mehr so richtig zusammenkriegt. Ich denke, wir sollten uns einfach mal vorstellen, wir hätten alle keinen Fernseher, hätten nie Fernsehen geguckt. Wir würden nur uns auf der Straße treffen und mit Menschen sprechen. Und das die ganzen letzten 4, 5 Jahre. Und dann mal gucken, was hätte sich dann da für uns erlebbar geändert, wenn wir in die Schule gehen, wenn wir ins Krankenhaus gehen, wenn wir in Einrichtungen gehen, was hat sich da geändert? Also das, was sich am meisten geändert hat, finde ich, ist, dass die Menschen sich komisch verhalten haben. Die haben sich plötzlich alle so Lappen vors Gesicht getan. Und ansonsten so von der Krankheit, die irgendwie von mehr Krankheiten oder von mehr gefährlichen Dingen, haben die wenigsten irgendwie was erlebt. Ich habe das ja, ich kann vielleicht zu meiner Person noch ein bisschen was sagen. Ich bin ja Arzt von Beruf, habe 3 verschiedene Facharztausbildungen, bin also Internist und Lungenarzt. Dann bin ich Arzt für Hygiene und Umweltmedizin und bin Arzt für öffentliches Gesundheitswesen. Und ich habe als 13 Jahre lang ein Gesundheitsamt geleistet im Norden Schleswig-Holsteins. Und da ist die Aufgabe Seuchenbekämpfung. Das heißt, aufpassen auf die Menschen, dass sie nicht krank werden. Präventiv. Ich habe auch geimpft. Das gehörte ja früher immer dazu und heute ja auch noch. Und die Frage ist, was hat sich inzwischen geändert? Wie hat sich das Bild von diesem ganzen Geschehen, vom öffentlichen Gesundheitsdienst zum Beispiel, geändert? Bei mir hat sich das sehr geändert. Und ich habe dann ja anschließend 15 Jahre lang im Deutschen Bundestag, bin ich für dieselbe Region, wo ich Amtsarzt war, haben sie gefragt, willst du nicht für uns in den Bundestag? Und ich bin kein Parteipolitiker, aber mich hat eine Partei gefragt und da waren nette Leute im Land, denen habe ich vertraut und dann habe ich gesagt, ja, ich kandidiere für euch. Und dann bin ich gewählt worden und war 15 Jahre lang im Gesundheitsausschuss und habe praktisch das weitergemacht, was ich als Amtsarzt gemacht habe. Nur ich wollte Regeln machen, denn ich habe mich oft über die Regeln geärgert als Amtsarzt, die es da gibt. Und ich wollte das verbessern. Und dann habe ich gemerkt, was in der Politik läuft. Da habe ich gesehen, dass es gar nicht um Inhalte geht, sondern immer nur um Macht. Und das hat mich sehr, hat mich eigentlich sehr deprimiert. Aber ich habe dann gedacht, okay, dann musst du das irgendwie so machen, dass die Dinge, die dir wichtig sind, dass du die trotzdem erreichst, dass sich da was ändert zum Besseren. Und das habe ich meistens nur geschafft dadurch, dass ich mit Menschen geredet habe, die dann wiederum sich an ihre Politiker gewandt haben und sagt, du wirst nur gewählt, wenn du das machst. Also immer so die Inhalte indirekt in die Politik gebracht und das war eigentlich sehr erfolgreich. Ja, und die letzten 10 Jahre habe ich bei Transparency International, da wurde ich gefragt, dann habe ich dort Korruption im Gesundheitswesen bekämpft. Mich hat die Angela Spelzberg gefragt, das ist die ehemalige Ehefrau von Herrn Lauterbach. Die waren geschieden aber schon, als ich dann dahin kam, zum Glück. Und dann, da war noch Peter Schönhöfer, ein Pharmakologe, der sehr erfahren ist, sehr kritisch ist, der die Pharmaindustrie sehr gut kannte, den ich vorher immer eingeladen hatte zu Anhörungen. Und die haben mich eingeladen zu Transparency und da haben wir uns sehr intensiv um die ganze Arzneimittelindustrie gekümmert, mit welchen Mitteln die ihre versuchen, ihre Umsätze zu machen. Und da habe ich schlimme Dinge erlebt. Und deshalb ist das, was jetzt passiert ist, für mich nichts Neues gewesen. Ich wusste, worauf ich achten muss.
von der Politik, von der Gesetzgebung her. Ich wusste, was eine Gefahr sein kann, was keine Gefahr ist, wie es normalerweise aussieht. Und ich kannte auch die Interessen, die dahinter stehen, bei dem, was wir erleben, was passiert. Die Interessenkonflikte auch, die da sind, bei Ärzten auch, in Krankenhäusern. Okay, also ich wollte Ihnen erstmal diese Botschaft bringen, es sind nicht die Viren. Das habe ich ja von Anfang an gesagt. Und dann auch ein bisschen darüber reden, was es dann sonst so ist, was da passiert ist. Ja, die Vorbemerkung, die ich dann noch machen möchte. Ich muss mir die Brille aufsetzen, sonst kann ich meinen eigenen Kram nicht lesen. So. Na, geht das? Noch funktioniert es. Ach so, da muss man anschalten, Verzeihung. Ja, so. Also die Vorbemerkung ist, dass wir, wenn wir von Viren reden und von Gesundheit reden, wir sind ein Teil der Natur. Der Mensch ist auch ein Teil der Natur. Wir sind, gehören dazu und die Natur, die ist vor allen Dingen durch das, alles das, was lebt, geformt. Das, was lebt, ändert laufend die Oberfläche der Erde. Die Pflanzen, alle, die die atmen, alles, was im Wasser passiert, überall ist Leben. Und das ist das, was unser, ja, was täglich unsere Welt verändert. Das Leben ist aber sehr, sehr komplex. Und das eine Leben ändert das andere Leben. Das heißt, alles wirkt aufeinander ein. Das Leben ist rekursiv. Und man kann es nicht berechnen, überhaupt nicht berechnen, weil es viel zu viel ist. Das kann auch eine künstliche Intelligenz, die ja von Menschen, von dummen Menschen gemacht wird, nicht? Die kann das auch nicht schaffen. Die wird ja programmiert und ja. Und alles, was wir als Menschen meinen zu wissen, das führt zu neuen Fragen. Immer wieder neue Fragen. Das heißt, wenn wir was wissen, dann entsteht daraus gleich wieder, entstehen aus einer Frage, entstehen dann wieder 100 neue Fragen aus einer Antwort. Und von daher, die Vielfalt des Lebens bleibt unüberschaubar. Früher nannte man das einfach Schöpfung und war zufrieden damit. Da ist was, was wir nicht verstehen. Aber das ist toll. Und das ist sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt mit Virologen, habe mich um die Virologie intensiv gekümmert. Und da gibt es einmal die Frau Karin Mölling, die wir zu Anfang auch gleich, die Virologin, die auch ein Buch geschrieben hat, über die Viren, die Supermacht des Lebens heißt das. Und es gibt viele andere Virologen auch in den USA und auch in der Schweiz, Herrn Vizzani zum Beispiel, die kümmern sich um Kommunikation. Das heißt, um das, was Leben ausmacht. Leben ist Kommunikation. Leben entsteht dadurch, dass Dinge miteinander kommunizieren und aufeinander reagieren. Manchmal verstehen sie sich nicht, manchmal klappt die Kommunikation, manchmal läuft sie ins Leere. Aber das ist unheimlich vielfältig. Und wenn Sie allein mal gucken, in einem Fingerhut voll Meerwasser, nicht, da sind 10 Millionen Viren und Phagen. 10 Millionen in einem Kubikmilliliter. In einem, nicht, in ganz kleinen, also ein Liter hat 1000 davon. Und ein tausendstel Teil eines Liters, da sind 10 Millionen solcher Viren drin. Dann sind da ganz viele Bakterien drin, verschiedene Bakterien, Protozoen, Algen und kein einziger Fisch. Das ist nur das Mikroskopische. Und diese Virologen, die haben auch herausgefunden, dass das sind ja keine Virologen nur so wie wir die an den Instituten, an den Krankenhäusern oder so, die sich nur um das kümmern, was uns krank machen könnte, sondern das sind Biologen. Die kümmern sich um das Leben in den kleinsten Formen. Und die haben also sehr interessante Anpassungsprozesse, Kooperationen, Synergismen und Zusammenhänge entdeckt und sind erst dabei, das überhaupt ja zu verstehen, dass die Viren uns praktisch geformt haben. Uns als Menschen gäbe es nicht, wenn unser Bauplan nicht durch laufenden Kontakt mit Mikroorganismen immer wieder neu angepasst wird. Das ist also, dass wir Kontakt mit Viren haben, ist notwendig. Sonst gäbe es uns nicht, sonst würden wir noch Eier legen.
Nicht? Das ist also eine Sache, die ist unheimlich, ja, natürlich. Deshalb Angst vor Viren ist Quatsch. Man müsste eigentlich Angst haben, höchstens, dass man keine Viren kontaktiert. Das ist viel gefährlicher. Deshalb, wir leben mit Mikroben, wir sind ein Biotop. Wir bestehen etwa aus 30 Billionen Zellen und 39 Billionen Mikroorganismen besiedeln uns. Jeden von ihnen. Billionen. Das sind nicht Milliarden, das sind 1000 Milliarden. Das heißt, es sind unzählige Mikroorganismen im Darm, auf der Haut, überall, in den Augen, in den Ohren, überall, alles voll. Und wenn man das mal sich vorstellt, dann guckt man sich mal die Menschen an, da gibt es ja auch 8 Milliarden inzwischen von auf der Erde, die sind alle unterschiedlich, haben alle eigene Gene, jeder ist anders, ein bisschen anders geworden. Und dann gibt es, haben sie eigene Besiedelung, jeder Mensch ist anders besiedelt mit anderen Keimen. Das heißt, das ist eine Wahnsinnsvielfalt, die wir selber beherbergen. Und dann noch unsere Biografien und was so alles, was wir tun und wo wir wohnen. Das ist alles unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Dinge. Das könnte man alles erforschen. Das wäre Quatsch, nicht? Das würde uns nicht viel weiterbringen. Also die Forscher suchen sich aber immer was aus, was sie erforschen. Und was sie sich aussuchen, das hängt leider am meisten davon ab, wo man Geld für die Forschung kriegt. Und das ist ein großes Problem, sonst würde das gesamte Bild von unserer Gesundheit, von unserem, wie wir uns verstehen, würde völlig anders aussehen, wenn zum Beispiel die medizinische Forschung nicht angewiesen wäre auf Forschungsgelder von den Leuten, die da mit Medikamenten oder mit anderen Dingen Geld verdienen wollen. Und wenn man jetzt etwas weiß über A zum Beispiel, dann sagt man, oh, A besteht aber aus Teilen. Dann guckt man sich die Teile von an, die Leber, die besteht aus Zellen. Und dann geht es weiter, oh, die Zelle, die hat ja auch, da gibt es ja unterschiedliche Zellen in der Leber, die unterscheiden sich, da sind ja verschiedene Zellorganellen drin. Die haben unterschiedliche Funktionen. Und dann guckt man, oh, welche Moleküle sind denn da und was ist denn im Zellkern, wieso wächst die Zelle so? Dann guckt man sich die Moleküle, die genetische Struktur an, das kann man Teilchen von Teilchen und so weiter. Und überall gibt es Spezialisten, es gibt Hepatologen, es gibt Genetiker, es gibt Mikrobiologen, es gibt unheimlich verschiedene Forscher. Und das Dumme ist, da ist so viel zu forschen, dass sie sich kaum miteinander noch unterhalten. Das heißt, die werden so nach und nach, das ist das Problem der Fachidioten. Ich habe das in meinem Buch so ein bisschen ausgeführt, wie ich das mal erlebt habe, auch als Mediziner. Und das ist ein großes Problem, weil das granulare Wissen, das heißt, je detaillierter wir Bescheid wissen über die Biologie und über unser Leben und über die Welt, umso weniger verstehen wir es, sondern wir verlieren uns in Molekülen. Und wenn Sie das sich mal angucken, diese Diskussion um die Genetik und um die PCR-Tests, um die Sequenzierung von Genen, da gibt es ja kluge Leute, die wissen ganz genau, wie die einzelnen genetischen Buchstaben aussehen. Und manchmal wissen sie auch, was sie machen. Nicht immer, weil die ja zusammenwirken. Das kann man schlecht voraussehen. Es gibt ja noch, dann auch um das Genom gibt es ja epigenetische Prozesse. Und da kann die Umwelt eine Rolle spielen. Kann Stress eine Rolle spielen? Also gibt es ganz viele Faktoren, die darauf einwirken. Und das ist so ähnlich, als wenn wir ein Buch wären. Die zählen die Buchstaben, sagen, wie häufig kommt A vor, wie häufig kommt B vor, versuchen die Wörter zu entziffern. Aber wie ein bestimmtes Wort auf uns wirkt, wie wir das verarbeiten, diese Buchstaben, die da zu lesen sind, ist bei jedem Menschen noch wieder anders. Sie können alle dasselbe Buch lesen und jeder hat andere Bilder im Kopf, wenn er es liest. Und genauso ist es auch mit der Epigenetik. Von daher, also der Durchblick seiner Spezialisten ist umgekehrt proportional zur Komplexität eines sozialen Systems. Das ist mit einem Wort, es gibt Fachidioten. Ja, so und jetzt bist du Amtsarzt und hast Verantwortung und sagst, die Leute haben Angst vor Viren. Was machst du denn da? Steht in der Zeitung oder da kommt irgendwo kommt eine Meldung, da ist eine Seuche ausgebrochen in Mexiko oder jetzt in China.
da ist was im Labor oder da ist irgendwo in einer, auf dem Fischmarkt oder wo das alles passiert oder in der Schweinezuchtanlage oder bei den Vögeln, irgendwo ist da was rübergehüpft und da sind doch einige Fälle krank geworden. So, und jetzt muss ich ja mich vorbereiten als Amtsarzt. Ich muss ja sehen, dass ich die Menschen berate, schütze, dass ich also keinen Quatsch mache, sondern dass ich vernünftig mit solchen Meldungen umgehe. Das will ich Ihnen mal so ein bisschen nachvollziehbar zeigen. Als ich das hörte mit Wuhan, da habe ich also angefangen, so die Differentialdiagnose eines Public Health Spezialisten einfach abzuarbeiten. Und die sieht ungefähr so aus. Erstmal ist die Frage, werden mehr Menschen krank oder sterben mehr Menschen als durchschnittlich? Ist da irgendwie was zu sehen? Und da gibt es dann ganz viele Aufzeichnungen, wo man nachgucken kann. Da gibt es Monitoring-Systeme überall auf der Welt. Die Regierungen haben solche, die zählen die Krankheiten, die zählen die Toten und so weiter. Diese Statistiken sind erreichbar, kann man angucken. Muss man auch wissen, wo man sie findet. Wenn man Amtsarzt ist, muss man jederzeit danach gucken können, damit man weiß, dass sich was ändert. Das habe ich gemacht. Dann gibt es besondere Merkmale der betroffenen Population. Werden alle Menschen krank oder nur ganz bestimmte? Und welche? Und was ist ihre Lebenssituation? Das spricht möglicherweise, da kann man dann Kausalitätshinweise dann kriegen. Und dann ist auch die Frage, ist die Krankheit überhaupt eindeutig und sicher zu diagnostizieren? Oder ist das nur ein PCR-Test oder so ein Test, der benutzt wird? Und es gibt ja sogar, das hieß ja sogar, dass die Leute ein Fall sind, obwohl die gar nichts davon gemerkt haben. Also da muss man wirklich genau gucken, was nehmen wir als Fall, was ist denn, was zählen wir da überhaupt? Und dann ist die Frage, wenn man da jetzt nach Coronaviren guckt, Beta-Coronaviren, das finden ja, dieser Test, der PCR-Test, findet ja Bruchstücke, genetische Bruchstücke von Beta-Coronaviren, sagt Herr Drosten. Dann können wir mal gucken, so, wie viele Bruchstücke von Beta-Coronaviren hätte man denn 2018 gefunden? Oder 2010? Und ich habe gesucht und gesucht, hat keiner nachgeguckt. Gibt's nicht. Hat nie einer untersucht. Da ist kein PCR-Test auf Beta-Coronaviren benutzt worden. Und plötzlich hat man das benutzt oder hat man welche gefunden. Ja, aber vielleicht hätte man früher auch welche gefunden. Denn Beta-Coronaviren gab es ja schon in Guangdong. Das hat Herr Drosten selbst untersucht auch mit seinem Test. Und die waren positiv. Und das waren ganz schwere Fälle. Da hat er nämlich auf der Intensivstation untersucht und in den Krankenhäusern in Guangdong. Und da stirbt man ja häufig, nicht? Auf der Intensivstation sterben viele. Und wenn man da den Test macht, dann hat er eine hohe Sterblichkeit. Dann ist das eine gefährliche Krankheit, weil im Krankenhaus findet man lauter Leute, die sterben. Ganz viele. Wenn man das im Einkaufszentrum gemacht hätte, dann wäre das eine harmlose Krankheit gewesen, weil der PCR-Test positiv gewesen wäre vielleicht und da wäre nichts passiert. Also so kann man, das muss man alles, diese Situation muss man berücksichtigen. Ja, kann das auch was anderes sein? Kann es auch eine Vergiftung sein, was da berichtet wird? Gibt es ja auch. Also die Differentialdiagnose der Symptome und dann sind irgendwelche Übertragungswege erkennbar. Wie breitet sich das aus? Nicht wie alle Leute, die gemeinsam atmen, die husten und so in der U-Bahn und so. Kriegen die das denn alle? Oder die das gleiche essen und so weiter. Da gibt es also ganz viele verschiedene Dinge, an die man da denken muss. Und dann gibt es die Frage auch, wie ist das mit der Immunität? Ist erkennbar, dass da bestimmte Menschen nicht krank werden, andere doch krank werden? Und wie sieht deren Immunsystem aus? Das kann man untersuchen. So, und dann habe ich angefangen, ganz einfach. Ich gucke mal beim Robert-Koch-Institut nach. Da sind nämlich gute Leute. Da sind gute Wissenschaftler. Die machen seit Jahrzehnten Monitoring. Und da gibt es das Grippe-Web. Und dann gibt es, die Arbeitsgemeinschaft Influenza. Die ist übernommen worden von den Behringwerken. Das hat nämlich, die ist erfunden worden, die Arbeitsgemeinschaft von den Impfstoffherstellern. Die haben nämlich der einzige Impfstoff gegen respiratorische Viren, das war Influenza-Impfstoff. Den haben sie zuerst entwickelt und deshalb haben sie auch zuerst immer nachgeguckt, ob Leute Influenza haben, weil das wäre der Markt. Um die anderen 100 Viren oder 200 Viren, die das Gleiche machen, hat sich kein Schwein gekümmert die ganzen Jahrzehnte. Nur da, wo es einen Impfstoff gab. Da haben sie immer gezählt, aber immerhin.
Da haben sie auch gezählt, wer kriegt denn die Grippe, unabhängig jetzt vom Erreger. Und da gibt es dann diese Grafiken vom Robert-Koch-Institut, da habe ich mir angeguckt und da habe ich gesehen plötzlich, dass das Rot, diese blaue Linie da, wo die beiden roten Pfeile sind, das ist das Pandemiejahr, das war das Frühjahr 2020. Und plötzlich sind keine Fälle mehr da. Da ist doch aber die Pandemie ausgebrochen. Weshalb ist denn da diese paradoxe Entwicklung? Warum sind da keine Fälle? Die anderen Jahre waren immer mehr Fälle als im Pandemiejahr, im sogenannten. Das muss mir einer erklären. Das ist ziemlich gut zu erklären. Das kommt nämlich, weil die Leute nicht zum Arzt gegangen sind. Da war nämlich Lockdown. Und diese Zahlen werden gezählt von Ärzten. Aber auch im Grippe-Web, wo die Leute anrufen, und das sind immer dieselben, die melden sich freiwillig und können sagen, ich habe Grippe. Auch die haben sich nicht gemeldet. Also da war von seit was, ist da mehr Krankheit oder nicht, war nichts zu sehen. Wieso machen die denn so ein Buhau? Weshalb machen die da so einen Alarm? Und dann habe ich weiter geguckt, wie ist denn das mit den Krankenhäusern? Was ist mit einer schweren Atemwegserkrankung, das soll ja eine Atemwegserkrankung sein. Und da war genau das Gleiche. Plötzlich weniger. Keine Fälle mehr in dem Jahr. Und dann, das sind die verschiedenen Altersgruppen, vor allen Dingen bei den Kindern. Die Mütter haben ihre Kinder nicht mehr zum Arzt geschickt, der Arzt hat sie nicht mehr ins Krankenhaus geschickt. Und nur bei den alten Leuten, da ist es so gewesen wie jedes Jahr. Das sind diese grünen Linien da. Das ist geblieben. Aber bei den Roten, das sind die Kinder, 0 bis 4 Jahre, plötzlich abgebrochen. Da gab es keine schweren Atemwegserkrankungen mehr im Krankenhaus. Muss man sich fragen, was machen denn die Krankenhäuser, wenn die da plötzlich nicht mehr gebraucht werden? Ja, und dann habe ich nach den Tests geguckt. So, das sind die verschiedenen Bundesländer. Und da sehen Sie, je dicker die Punkte sind, umso mehr Tests sind gemacht worden. Und wusste ich von früher, ich gebe da eine ganze Menge Literatur, bei den respiratorischen Erkrankungen, also die akuten Atemwegserkrankungen, sind immer so 5 bis 15% Coronaviren. Das waren oft sogar viel mehr als Influenza. Wenn denn mal einer nachgeguckt hat, und da gibt es einige Studien, wo das gemacht wurde, das war mir bekannt, und hier hat man also getestet jetzt, und da hat man plötzlich hatte man zu Anfang im April hatte man relativ viele positive Tests, da hat man auch viel getestet. Und da hat man vor allen Dingen auch so getestet, dass man, weil das plötzlich kam, dass man, die Labore waren überlastet, da hat man nur das E-Gen getestet und das ist viel häufiger falsch positiv. Weil das ist bei ganz vielen Coronaviren, bei ganz anderen Viren macht das auch positive Ergebnisse. Das ist eigentlich nicht lege artis. Und dann habe ich noch weiter geguckt, Robert-Koch-Institut, das ist jetzt das Grippe-Web, da sind die roten Herde, da sind so ein bisschen die typischen saisonalen Grippe. Manchmal ist ganz Deutschland so rötlich gefärbt, dann ist überall Grippewelle. Aber hier waren so, das ist die Zeit im März jetzt, das ist vom 3. März 2020, kurz vorm Lockdown, von nichts zu sehen, alles im blauen und grünen Bereich. Und dann habe ich geguckt, da haben sie schon geguckt nach Coronaviren, da sind sie erst angefangen. In der 9. Kalenderwoche wurde dem RKI kein einziger Fall von Corona gemeldet, von den ganzen 600 Arztpraxen nicht. Obwohl die nach Viren schon geguckt haben und gesucht haben. Ja, und diese Testerei ging dann ja weiter. Und wir wissen, dass diese PCR-Tests eben nichts aussagen über eine Erkrankung, nichts über eine Ansteckungsfähigkeit. Das sind Moleküle, die irgendwo auf der Schleimhaut liegen können, die man da abkratzen kann und die auch bei ganz gesunden Menschen da sein können. Man hat ja alles untersucht und man hat vor allen Dingen, hier hat man die Fußballer untersucht. Und die Bundesliga, die wurde zu einer Testliga. Das heißt, die Mannschaften haben gewonnen, die keine positiven Tests hatten. Die anderen durften nämlich nicht spielen. Und die haben sich darüber beschwert. Und dann sind die Sportärzte, da geht es ja um viel Geld, die haben dann nochmal nachgetestet und haben gesagt, alle falsch positiv, ihr spielt doch. Also da, die waren kritisch, die haben sich das nicht gefallen lassen und haben dann einfach dagegen getestet und dann waren die plötzlich gesund. Da ist sowieso keiner krank gewesen, sondern das waren Testergebnisse, die da hin und her geschoben wurden. Gesundheit. Ja, und
das ist jetzt die Statistik auch vom Robert-Koch-Institut, die mir auch unverständlich war, da waren 3 Millionen, 5 Millionen, über 5 Millionen Covid-19-Fälle gemeldet. Das ist jetzt 21 gewesen. Und plötzlich nur noch 1113 Influenza-Fälle von den Praxen da. Die sind alle meldepflichtig. Wie kommt das denn? Wie kann sich die Biologie so schnell ändern? Man sieht daraus einfach nur, diese Statistik zeigt nicht das, was ist, sondern zeigt das, was gesucht wurde. Ganz klar. Und die Chinesen haben das, ja, wo der Alarm war, wo dann ganze Städte desinfiziert wurden. Die haben, Dreck kann man übrigens nicht desinfizieren. Eine alte Regel in der Hygiene. Und die sind auf der Straße rum mit solchen großen Impfkanten, mit solchen Desinfektionskanonen, haben sie alles gesehen, so wie so ein Ballett war das alles. Haben ein unheimliches Theater gemacht, die Kameras, vor laufenden Kameras, wir haben das alle gesehen, aber nur in ganz wenigen Stellen in China. Die anderen Stellen haben noch nichts von mitgekriegt, es ist ja ein ziemlich großes Land. Und da gab es an der Küste gab es ein paar Regionen, wo auch ein paar Fälle gezählt wurden, mit PCR-Tests natürlich. Aber hier, das ist die offizielle Statistik des CDC, aus des Center for Disease Control in China. Und die haben plötzlich mit 1. März keine Corona-Fälle mehr gehabt. Donnerwetter. Herzlichen Glückwunsch. Dabei haben sie nur in Hubei, in der Provinz, haben sie desinfiziert und woanders nicht. Ist das nicht erstaunlich, dass sie die Pandemie so fantastisch bekämpft haben? Die haben einfach aufgehört zu testen. China hat nicht mehr getestet, nur noch am Flughafen. Und die 60 Fälle, die dann pro Woche kamen, das waren eingeschleppte Fälle von Fluggästen, die von woanders kamen. China war sauber. Und die haben sich totgelacht, dass wir Idioten die ganze Zeit weiter getestet haben und unsere ganze Wirtschaft kaputt ging. Da haben sie schön alles aufkaufen können. Die haben ihre Rolle gespielt und haben uns Angst gemacht mit Hilfe unserer Medien. Und dann, ja, die meisten Menschen sind drauf reingefallen. Hier ist noch mal was, hier kann man was sehen, die oberste Kurve ist wichtig, vor allen Dingen interessant. Da sehen Sie, das ist im Frühjahr, da ist häufig getestet worden, da gab es in den Krankenhäusern viele Covid-Fälle, weil man da auch schnell mal auch getestet hat. Und das hört ja im Sommer auf und dann im Herbst plötzlich, am 1. Oktober, ging das plötzlich wieder los. Das war die Zeit, wo das gesamte Pflegepersonal regelmäßig durchgetestet wurde, wo die Menschen in den Altenheimen plötzlich kein Pflegepersonal mehr hatten, weil gesunde, arbeitsfähige Pflegekräfte nach Hause geschickt wurden in Quarantäne. Und die übrig blieben, wussten nicht, wie sie mit den armen alten Leuten, und die durften auch noch nicht mal von den Angehörigen besucht werden. Und die sind dann ins Krankenhaus geschickt worden und da waren auch zu wenig Pflegepersonal, weil das da genauso lief. Und man hat dann den Krankenhäusern vom 1. Oktober 2020 bis 31. Dezember hat man ihnen einen Zuschlag erstmal bezahlt von 50 Euro jeden Tag schon mal für jeden Patienten. Und dann gab es noch das Zweite, dass man für Leute, die auf der Intensivstation waren, mit einer bestimmten Diagnose Virus nachgewiesen, das heißt, der Test war positiv. Es gab ja auch Covid-Fälle, wo der Test nicht positiv war. Das waren Leute, die Schnupfen hatten und Kontakt hatten mit jemandem, bei dem der Test positiv war. Also das wurde alles kodiert, abgerechnet. Und für jeden Fall mit positivem Test im Krankenhaus kriegten die 100 Euro pro Tag extra. Und das erklärt natürlich dann auch die Fälle, die dann da plötzlich ab 1. Oktober wieder steil nach oben schießen. Das ist eine Auswirkung der Kodierung. Das ist eine Auswirkung der Anreize. Das Ganze haben wir nachher nochmal gesehen. Als zu Anfang haben sie ja was für freistehende Betten was gekriegt. Jedes Bett, was sie freigehalten haben, es könnte ja was passieren. Es könnte ja die gefährliche Krankheit kommen. Da haben sie über 500 Euro gekriegt. Und dann war das nachher weg, dann hat man das geändert. Dann brauchte man die Betten ja doch nicht. Das war die Zeit, wo die Pfleger auf dem Flur getanzt haben. Und da brauchte man die Betten dann doch nicht. Und da hat man dann die Krankenhäuser dann finanziert, wenn ihre Auslastung mindestens 75% betrug. Da haben sie einfach die Betten abgebaut. Wenn sie 5 Patienten hatten, und wenn sie 10 Betten hatten, 5 Patienten, dann war das nur 50%. Wenn sie denn 4 Betten abbauen, dann sind sie voll drin, dann kriegen sie volle Förderung. Plötzlich waren da keine Betten mehr. Aber wenn Sie dieses Dunkle sehen, hier unten vor allem, das sind 2 Krankenhäuser als Beispiele nur,
Wenn Sie das da unten sehen, sehen Sie, das ist die belegten Intensivbetten haben sich eigentlich nicht verändert, die ganze Zeit nicht. Da ist nicht viel passiert. Nur die, was man abgerechnet hat, hat sich verändert. Und die Politik hat sich verändert. Man hat reagiert auf die Anreize. Ja, das lässt sich alles schön erkennen. Und wenn, dann ist natürlich noch eine Weisheit, die muss man wissen, auch als Infektiologe, dass ein Virus natürlich nie allein da ist. Das ist ein Biotop. Wir sind ein Biotop für Viren. Und es gibt wunderschöne Untersuchungen, Langzeituntersuchungen, dass bestimmte Viren sich verstärken in der Wirkung, die das Immunsystem leichter überfordern. Und andere wirken, andere heben sich gegenseitig auf in der Wirkung. Und das ist, gibt meistens bei Kinderärzten. Diese Studien habe ich alle nur in der Pädiatrie gefunden. Da gab es sehr viele Studien. Dann habe ich mal in China nochmal nachgeguckt, Hubei. Und habe mal überlegt, was ist denn da gewesen? Wie viele Leute waren denn da? Wie viel müssen denn da, wie viel sterben normalerweise? Was ist zu erwarten? Und da habe ich festgestellt, also es ist ungefähr mit 150.000 Corona-Fällen in einer Saison zu rechnen. Aber bestätigte Fälle in der Pandemiezeit waren 65. Das war also nicht mal die Hälfte von dem, was eigentlich zu erwarten wäre. Wenn man davon ausgeht, dass 5-10% dieser Infektionen, also der Atemwegsinfektionen durch Coronaviren ausgelöst werden. Also nur so eine, das ist eine Daumenregel, das Ganze. Aber daran konnte ich schon sehen, also etwas Besonderes kann da nicht sein. Und auch die Todesfälle, da, wenn man, wie viel Menschen an einer, die Übersterblichkeit, die durch die Grippesaison bedingt ist, wie viel sterben da normalerweise in China? Da hätte man gerechnet jetzt 3.000 bis 6.000 Todesfälle in dieser Region. Und da sind aber nur 2.600 gemeldet worden. Also selbst da keine Auffälligkeiten. Und dann die einzelnen Regionen nochmal China verglichen, völlig unübersichtlich. Da sieht man einige oben, Hubei, das ist die, wo Wuhan liegt, da ist die Mortalität 4%. Das ist das berühmte, der Effekt, der in Guangdong auch schon war, wo man in den Krankenhäusern untersucht hat, wo die Leute dann auch natürlich viel mehr sterben. Die haben ja überall in den Kliniken hauptsächlich untersucht. Und in den anderen Regionen ist nichts. Also da kommt es darauf an, wo man getestet hat und dann welche Fälle man da gezählt hat. Die Infektionskrankheiten haben an Bedeutung verloren. Das war völlig, man redet ja immer so, dass die spanische Grippe kommt wieder. Nicht? Die ganz gefährliche Infektion, obwohl man gar nicht weiß, ob das wirklich eine Grippe war oder eine Summe von ganz vielen verschiedenen Infektionskrankheiten, die in dieser Zeit eine Rolle gespielt haben. Da gibt es wunderbare Analysen, die zeigen, dass da ganz viele Dinge auf der Welt passiert sind, direkt nach dem Ersten Weltkrieg, wo sehr viele Menschen gestorben sind. Hat also sehr viele Gründe. Und dass das eine Grippe war, das hat man erst in den 60er Jahren so nachträglich definiert. Vorher hat man nie von der Grippe und von Viren geredet, sondern das ist erst später dann ja, als Narrativ benutzt worden, um uns Angst zu machen. Und diese ganzen, die lila Felder da oben, die ersten drei, das sind alles Infektionskrankheiten. Und da jetzt spielen die Infektionskrankheiten, die sind da unten an drittletzter Stelle, sind also nicht mehr so wichtig. Das hat was zu tun mit der Hygiene, mit Lebensverhältnissen, mit der Ernährung, mit der Stärke des Immunsystems, wie gut wir leben. Und in den Ländern, wo die Menschen sehr arm dran sind, da sind Infektionskrankheiten immer noch eine wichtige, häufige Todesursache. So, jetzt habe ich hier was ich Ihnen zeigen will. Sehen Sie diese gelben Punkte? Das sind Flugzeuge. Das ist Zeitraffer 24 Stunden. Die fliegen um die Welt. In jedem Flugzeug 200 bis 300 Leute so, im Schnitt sagen wir mal 200. Und jeder dieser Passagiere hat wie viele Billionen solcher Erreger und schleppt die um die Welt. Das sind 10 Millionen Passagiere pro Tag. 10 Millionen Passagiere pro Tag, die so um die Welt fliegen und ihre Erreger austauschen. Nicht, da wundern wir uns doch, dass wir nicht dauernd durch irgendwelche Seuchen aus Asien dann da niederliegen. Es ist alles absurd. Das läuft ja schon einige Jahrzehnte so, der Tourismus. Die Leute fahren sogar nach Thailand. Nicht? Also da ist unheimlich,
und was es da alles für Infektionen gibt, und Fledermäuse gibt es da, und also ganz gefährliche Gegenden auf der Afrika, nicht? Und da fährt man extra, fahren die Leute extra Abenteuerurlaub, und meistens passiert nichts, es sei denn, sie haben einen Motorradunfall oder so. Ja, also das ist das, woran wir uns gewöhnt haben, was normal ist. Und als ich all das, ich habe da noch viel mehr natürlich geforscht, das Ganze habe ich gemacht im Februar 2020, als die ersten Nachrichten kamen. Und als ich das Ergebnis hatte, da habe ich dann einen Artikel geschrieben und habe gesagt, die Lösung des Corona-Problems, Panikmacher isolieren. Das war mein Artikel, eine ganze Seite, und das wollte ich in der Süddeutschen Zeitung veröffentlichen. Ja, das gibt's nicht so. Ich habe für die Taz, ich habe Le Monde Diplomatique eine ganze Seite geschrieben über die Schweinegrippe, über Korruption im Wissenschaftsbetrieb, überall. Die haben mich, Frau Berndt, nicht, die hat mich angerufen und hat von mir Informationen haben wollen. Oder der ARD-Chef nachher, kommt nicht auf den Namen, ist auch nicht so, der den Herrn Drosten immer als, ja, gepusht hat und immer. Nee, der nicht. Ist egal. Der war bei Korrektiv, war er vorher Boss, war Chef. Ja. Und der ist nachher beim ARD Chef geworden für die Gesundheit, für ganze Recherche dort. Und also mit dem habe ich mich getroffen zum Kaffee trinken in einem Café in Berlin. Und er hat mich ausgefragt und ich war wichtiger Informant. Und ich habe den allen dann diesen Artikel geschickt, den ich geschrieben hatte, wo ich dachte, so, jetzt erzählst du mal, was los ist. Und auch im Tagesspiegel, der sagte, ja, Herr Wodak, der Artikel ist ja prima, aber unser Haus will den nicht. Und überall dasselbe. Alles wollten sie davon nichts wissen. Und dann bin ich zu so einem Rechtsanwalt gegangen, den ich kannte, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der sehr viel für große Verlage macht. Der war im Aufsichtsrat vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. Das ist der Rechtsanwalt, mit dem Paul Schreier jetzt die Protokolle freigeklagt hat. Und ich kannte den vorher, ich habe ihn auch empfohlen und bin zu ihm gegangen und sage, Herr Pratsch, gucken Sie sich das mal an. Ich habe meine ganzen Recherche und habe ihm das gezeigt. Er war da mit seinem Team und sagte, ja, Sie haben recht. Und dann hat er gesagt, das müssen Sie irgendwie veröffentlichen. Ich sorge dafür. Und dann kam das tatsächlich auf Seite 29 im Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag am 29. Februar 2020. Und dann war Schluss. Das war das Einzige, was ich irgendwie noch erreichen konnte. Dann hat sich noch mal eine Journalistin verirrt, die hat mich auch angerufen, die kannte mich von früher. Herr Wodak, Sie sind doch immer kritisch, können Sie nicht mal kommen, wir haben da doch diese Corona-Geschichte. Und hat mich ins ZDF eingeladen. Und da bin ich dann gewesen und habe gesagt, das ist alles Fake. Das war am 10. März. Und als das fertig war, haben wir noch so ein Talk gehabt, so ein Chat im Internet, im Facebook. Ganz viele Leute angerufen und ich habe immer geantwortet, das wurde alles aufgezeichnet, stand alles auf der Facebook-Seite vom ZDF, aber nur eine Woche. Und diese Journalistin, die war ganz aufgeregt, als ich fertig war, war das komische Stimmung da im Studio und kam sie zu mir und sagte, Herr Wodak, nehmen Sie sich einen guten Anwalt. Ich hab die Welt nicht verstanden. Ich wusste nicht, was los war. Also das war so, wie ich das selbst persönlich erlebt habe. Und dann natürlich ging es weiter. Übrigens die Infektionskrankheiten, das sind so Statistiken jetzt. Die oberen beiden sagen, das eine ist Diphtherie, das andere ist Tetanus und das andere ist Masern unten rechts. Das ist alles zurückgegangen, bevor es Impfung gab. Das war schon weg. Die Leute lebten nach dem Zweiten Weltkrieg, lebten die schon. Das ist jetzt in Australien, nicht? Das sind australische Daten, aber bei uns ist es genauso. Und das ist in Afrika anders in einigen Ländern. Aber in den Ländern, wo Frieden war, wo die Wirtschaft wieder boomte, da sah das überall so aus. Übrigens, das unten links, das ist die Geburtenrate im Iran, verglichen mit der Geburtenrate in den USA. Sie sehen diese Linie, die nach unten geht. Da sieht man, dass die Frauen in den USA keine Kinder mehr kriegten irgendwann, immer weniger, ganz wenig. Und im Iran hatten sie noch richtig viele, 5 oder 8 Kinder. Und plötzlich haben sie im Iran genauso wenig wie in den USA. Wie kommt das?
die brauchten die Kinder nicht mehr als soziale Sicherung, denen ging es gut. Die Wirtschaft boomte. Die lebten plötzlich so wie wir. Das heißt, dadurch, dass die Leute, die Zivilisation Raum greift, dass die Menschen besser leben, bessere Wohnungen haben, bessere Ernährung, dadurch, und dass es soziale Sicherungssysteme gibt, dass sie sich gegenseitig helfen, brauchen sie die Kinder nicht mehr für die Alterssicherung. Haben sie andere Pläne von Reisen und so weiter, kennen sie alles. Die haben also auch nicht mehr so viele Kinder, wenn es denen gut geht. Und das wäre in allen Ländern so. Das ist, anthropologisch ist das ein Gesetz, dass die Kinderzahl, die Nachkommenzahl, sofort mit einer gewissen Latenz, da gibt es erstmal, wenn es denen gut geht, geht es erstmal noch ein paar, zwei, drei Jahre, geht das noch weiter mit den vielen Kindern. Und dann wollen die was anderes, dann haben sie keine Kinder mehr. Dann verhüten sie und dann haben sie andere Interessen. Und das heißt, es gibt eine Selbstregulation der Weltbevölkerung. Wenn es den Menschen auf der Erde gut ginge und wenn es allen gut ginge, hätten wir keine Probleme mit der Überbevölkerung. Und das kann man jetzt, wir haben den Turning Point, haben wir längst erreicht. Es geht nach unten. Ja, und was die Viren angeht, das sind diese virologischen Fachidioten, die sich solche Bilder ausdenken hier. Sie sehen unten links da, wo der Pfeil hin zeigt, das ist Wuhan. Und von da aus haben die Viren sich verbreitet und haben immer wieder neue Mutationen erlebt und haben die Varianten gebildet. Überall auf der Welt wurden dann wurden die Viren sequenziert und überall hat man was Neues gefunden. Und dann hat man sich gegenseitig die CDs zugeschickt mit den Daten oder hat sie per E-Mail sich zugeschickt, die Sequenzen. Die Viren kriegt man ja nicht. Man kann die Viren nicht reinigen. RNA ist unheimlich instabil, geht kaputt. Da muss man eine Kopie machen in DNA. Man muss das transkribieren. DNA hält sich ganz lange. Sie wissen, man hat die DNA von Mammuts aus dem Eis, hat man noch analysiert. Die hält sich Jahrtausende. Aber die RNA, die hält sich nur ganz kurz. Die brauchen dies ja als eine Botschaft nur, die kurz nur benötigt wird. Und ansonsten zerfällt sie. Und deshalb kann man die, auch wenn man sie jetzt rauszieht, ob man hat Schleim aus den Bronchien und macht man, dann zentrifugiert man das, dann hat man diesen Überstand und den sequenziert man. Da guckt man, was das sind da für Sequenzen. Und dann kennt man einige Sequenzen von anderen Coronaviren, vergleicht das und versucht mit künstlicher Intelligenz Übereinstimmung zu finden und setzt dann wie ein Mosaik, setzt man das zusammen, was man dort als Virus meint, gefunden zu haben. Das ist also ein Prozess, der im Computer stattfindet. Und das ist ein bisschen problematisch. Man kann inzwischen diese Sequenzen kaufen und die werden verschickt. Es gibt private Labore, da können Sie alle möglichen SARS-Viren können Sie da kaufen, die verschiedenen Varianten. Aber Sie kriegen immer Clones, das heißt die DNA, und müssen dann das daraus wieder zurücktranskribieren. Weil die RNA können sie nicht verschicken. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Viren in der Natur, auch da sind sie nicht sehr stabil. Also synthetische Viren verursachen keine Epidemie, das kann man schon mal sagen. Es gibt ja dann das Gerücht, aus Wuhan hat sich die Seuche verbreitet. Quatsch! In Wuhan hat man schlimme Dinge gemacht, hat schlimme Viren konstruiert, hat schlimme Sequenzen, die Krebs machen und die das Immunsystem kaputt machen. All das ist da im Computer. Davon kann man auch DNA-Kopien machen. Da kann man auch dann was herstellen, kann man RNA wiederherstellen. Da kann man RNA herstellen, die für das Spike, das gefährliche im Labor konstruierte Spike-Protein kodiert. Die kann man herstellen, die kann man verschicken. Die kann man dann produzieren. Das geht. Aber Viren, so richtige, wie in der Natur vorkommen, hätten solche Kunstdinger überhaupt in der Evolution keine Chance. Ein Virus muss sich bewähren im Zusammenleben mit seinem Wirt, sonst vermehrt es sich nicht. Und diese kranken Konstrukte, die da gemacht werden in diesen Gain-of-Function-Laboren, die haben in der Evolution, in der Natur keine Chance. Deshalb können sie mit einem Virus, welches im Labor gezüchtet wurde, keine Pandemie erzeugen. Geht gar nicht. Deshalb muss ihnen das Zeug gespritzt werden. Ja,
Hier mal die Laborunfälle, die es da bisher gegeben hat. Das ist von 2000 bis 2021. Das sind also 21 Jahre. 309 Fälle, wo im Labor Infektionen gemeldet werden, die alle gemeldet werden. Und 16 Mal ist was aus dem Labor entfleucht. Meistens war das tierärztliche Labore, wo die Bakterien entfleucht sind. Nichts mit Virus, nichts mit, da ist noch nie was passiert. Kann auch nicht. Von daher ist das etwas, was durch den PCR-Test uns praktisch ja, gezeigt wurde. Uns wurden Testergebnisse gezeigt, die sich überall in der Welt plötzlich fanden, da wo man getestet hat, aber nur da wo man getestet hat. Und das wurde gezählt. Die Fälle, das waren Fälle. Die WHO hatte das vorher definiert, was ist ein Fall. Da gab es zwei Definitionen. Covid-19 mit Erregernachweis, das war positiver PCR-Test. Der Motorradfahrer, der verunglückt war, ins Krankenhaus kam, der Test war positiv, nicht? War Covid-19-Fall. Wenn er gestorben ist, war er Covid-19-Todesfall. Und dann gab es das Zweite, dann gab es Covid-19 ohne Erregernachweis, auch kodiert von der WHO. Ende 2019 sind diese Codes erst entwickelt worden. Und die werden benutzt, ja, um die Diagnose zu verschlüsseln im Krankenhaus und überall. Das ist das, was gezählt wird. Und da gab es Covid-19 ohne Erregernachweis, gibt es da auch. Und das ist, wenn jemand Symptome hat, wie eine Erkältung, eine Grippe, aber Kontakt hatte mit jemandem, der einen positiven PCR-Test hatte. Und mein Tipp war ja damals für die Krankenhäuser, wenn ihr da eine Schwester habt, eine Krankenschwester, und die war positiv, schickt die doch durch alle Zimmer. Dann könnt ihr überall abrechnen. Ne? Die hatten dann ja alle Kontakt. Es ist einfach, ja, komisch, aber auch traurig. So, die Wahrheit spielt dabei keine Rolle. Was zählt, sind die Bilder. Und da sind das Framing ist wichtig. Wir müssen erstmal Angst haben. Wir müssen darauf ausgerichtet werden, dass da was ist. Deshalb sind die mit dem Desinfektionsstaubsauger, da haben die Ballett gemacht. Deshalb haben die überall in den Medien uns voll gehämmert, jeden Tag immer noch mal wieder. Da ist was Gefährliches. Und das Billboard bei Johns Hopkins hat Zahlen gezeigt. Völlig aus der Luft gegriffene Zahlen. Die sind manipuliert worden, wie man jetzt weiß. Die Fälle gab es gar nicht. Und wenn Sie mal überdenken, wie viele Labore das gibt, in Deutschland waren das 180 Labore, die da der eine so, der andere anders Tests gemacht hat. Und die Großzahl der Tests ist falsch gewesen. Vor allen Dingen, wenn da keine richtigen Fälle sind, dann ist der prozentuale Anteil steigt denn von falsch positiven Fällen automatisch. Das ist eine Grundregel. Aber das hat man uns gezeigt. Aber Herr Wodak, haben Sie nicht die Särge gesehen? Haben Sie nicht, was in Norditalien ist auf der Intensivstation? Was war die Hölle los? Was machen Sie, verharmlosen das ja? Oder in New York? Da sind die Leute massenhaft gestorben. Was erzählen Sie denn da? So, lass uns mal genauer hingucken. Und dann habe ich die italienische Gesundheitsbehörde geguckt. Die sagen, nee, weniger Tote als sonst. Die sagen, in Woche 9 des Jahres 2020 entsprach die Mortalität insgesamt, nicht nur Grippe, der erwarteten Zahlen mit einem täglichen Durchschnitt von 215 Todesfällen im Vergleich zu den erwarteten 223. Bericht der italienischen Gesundheitsbehörde. Und solche Zahlen haben wir ganz viele gefunden. Und dann haben sie auch geguckt, das sind die Tote mit SARS-CoV-2, Covid-Tote, testpositiv. Und das ist das eine, das ist dieses kleine Ding, die keine anderen Krankheiten hatten. Und das Durchschnittalter der dort Gestorbenen in den Krankenhäusern, das war älter als das, was normalerweise die Lebenserwartung in Italien ist. Da sind sehr alte Menschen gestorben. Und wie die behandelt worden sind, dass sie dann abgeschoben wurden aus den Intensivstationen, in Heime ohne Pflegepersonal, all diese Dinge sind bekannt und sind inzwischen völlig klar. Da ist uns Theater vorgemacht worden. Da sind Menschen auch geschädigt worden durch falsche Therapien. Da sind Menschen umgebracht worden durch vorzeitiges Beatmen, durch Sedieren. Und da sind antivirale Medikamente gegeben worden. Also da ist auch das Therapieregime, aber nicht überall, nicht in allen Krankenhäusern. Vor allen Dingen da, wo die Kameras waren. Das ist New York. Also da können Sie nur wirklich, da sehen Sie doch deutlich, das ist im April, da diese Attacke, das sind Leute, die im Krankenhaus gestorben sind. So viele sind sonst nie im Krankenhaus gestorben. Aha, Pandemie, sagen Sie. Aha. Wie war es denn in San Francisco?
Ach nee, da war gar nichts. Guck mal, unten ist New York, San Francisco ist gar nichts. Und auch in Florida ist nichts los, da in dieser Zeit. Wie kann das sein? Wie kann der Erreger, denken Sie an die Flugzeuge, die vielen Leute. Wie kann das angehen? Das passt nicht. Was war denn da los im Krankenhaus? Und da gibt es inzwischen sehr, sehr gute Studien, die erstmal feststellen, dass sie da geschwindelt haben, weil die 30.000 Dollar gekriegt haben für jeden Intensivfall extra, der Covid-19 hatte. Wenn sie beatmet haben, ganz viel Geld haben die gekriegt. Hat sich richtig. Und erstmal haben die geschummelt, haben Fälle erfunden. Jetzt habe ich gerade eine Arbeit gelesen. Wie kann das angehen, dass man 15.000 Fälle, die sterben, nicht bemerkt irgendwie im Krankenhaus, die mehr sterben als sonst? Wie kann das angehen? Die Särge, die man uns gezeichnet hat auf Long Island, das sind die schon immer da. Da sind Obdachlose und die werden da vorübergehend, kriegen die da so eine Ruhestätte. Die Bilder hat man uns gezeigt, das hatte aber mit Covid nichts zu tun. Und in den Krankenhäusern hat man die Leute mit Hydroxychloroquin-Überdosis vergiftet. Man hat sie mit Midazolam abgeschossen und hat sie dann auf den Bauch gelegt und beatmet, bis sie tot waren. Da sind Leute umgebracht worden, damit wir Angst kriegen. Zum Glück nicht überall auf der Welt, sondern nur an einigen Schwerpunkten. Da sind Leute ermordet worden. Und die Leute, die das mitgemacht haben, sind dafür finanziell ganz stark belohnt worden. Das ist schrecklich, dass sowas möglich ist. Das sind die Zahlen aus England. Da sehen Sie die Übersterblichkeit. Das ist diese blaue Zacke da und danach nochmal so Kirchenturm und Kirchenschiff. Hinten noch zwei Dinger dran. Und genau die gleichen Zacken sehen Sie auch beim Verbrauch von Midazolam. Das sind die bestellten Midazolam-Dosen von den Krankenhäusern in England. Das ist nationaler britischer Gesundheitsdienst. Sie haben zum Glück sehr gute Zahlen. Das haben Sie übrigens aufgehört zu registrieren nach im Mai. Und da sehen Sie auch die Anweisung, dass man das machen soll, dass man die Leute dann beatmen soll und dass man ihnen diese Medikamente geben soll. Offiziell Anweisung vom englischen Gesundheitsdienst. Da sind Leute umgebracht worden. Ja, und dann ging es los. Dann ging die Diskussion ja los mit den Spritzen. Das war ja gleich, Frau Merkel sagte es ja auch gleich, also wir werden das Ganze nur, werden wir nur beherrschen können, wenn wir die Menschen alle impfen. Impfen, haben sie gesagt. Impfen, da habe ich mal nachgeguckt, wie steht im Arzneimittelgesetz, stand immer drin, was Impfstoff ist. Und da stand immer drin, das sind Arzneimittel im Sinne des Paragraphen 2 Absatz 1, Antigene sollen die enthalten und dazu bestimmt, dann spezifische Abwehr- und Schutzstoffe dann zu erzeugen. Und dann plötzlich stand da drin, das war im Juli 2009 reingekommen, als wir alle Wahlkampf gemacht haben und keiner aufgepasst hat. Das war genau die Wahlkampfzeit, da haben sie in das Arzneimittel ganz kleine Änderungen rein. Da stand dann drin, sind Arzneimittel, Impfstoffe sind Arzneimittel im Sinne so und so, die Antigene oder rekombinante Nukleinsäuren enthalten. Das haben die einfach oder rekombinante Nukleinsäuren enthalten. Haben die da reingeschrieben ins Arzneimittelgesetz, haben also definiert, dass das, was früher als Gentherapie galt, wenn man nämlich rekombinante Nukleinsäuren verabreicht, um den Menschen gentechnisch zu verändern, ist das Gentherapie. Aber wenn das hier gegen Infektionskrankheiten eingesetzt wird, dann durfte man das Impfung nennen. Das haben die da definiert. Das haben die definiert in einer Zeit, als diese RNA-Technologie schon beschrieben war, als es schon Patente gab, als es aber noch nicht auf dem Markt war. Das hat sich keiner getraut, das anzuwenden. Diese RNA-Technologie ist bei Tieren schon mal angewandt worden, aber bei Menschen hat das keiner gemacht, weil das zu riskant war. Gentherapie ist hochriskant. Und bei der RNA, wenn man die spritzt und wenn die in die Zellen tatsächlich reingeht, dann produzieren die Zellen plötzlich was, was sie vorher nicht produziert haben. Plötzlich produzieren die Eiweiße, Fremdeiweiße. Und dann kommt das Immunsystem, sieht die Zellen, sagt, die gehören hier nicht her und macht die Zellen kaputt, zerstört sie. Und wenn das Zellen in der Aderwand ist, in der Gefäßwand oder im Herzen, dann ist da eine Entzündung und dann geht das Organ kaputt, wo das passiert. Das hat man parallel gemacht, auch gleichzeitig auch in der EU. Da hat man Gentherapeutika, die ja unheimlich, muss man ganz vorsichtig mit sein,
haben sie alles beschrieben, was man bei Gentherapeutika alles für Vorsichtsmaßnahmen, Umweltverträglichkeit, dass es nicht kein Shedding gibt. Ne? All diese Dinge hat man da beschrieben. Und dann ganz zum Schluss, das ist da unten kaum zu lesen, da steht, Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten sind keine Gentherapeutika. Haben sie einfach so drunter geschrieben. Die haben praktisch, obwohl das die gleiche Technologie ist, haben die einen Satz drunter geschrieben, der Freibrief für diese ganze Industrie, die wir jetzt erleben. Hat keiner gemerkt. Ich auch nicht damals. Vor dem Wahlkampf. Ja, das ist schrecklich. Ja, hätten Sie reagiert, wenn man Ihnen vor 5 Jahren gesagt hätte, lassen Sie sich mal gegen die Grippe gentechnisch verändern? So, ich bin doch nicht verrückt, hätten die Leute gesagt. Das hat sich geändert. Das ist 2020 vorbereitet worden. 2021 ging die Aktion los. Und dann habe ich mir die Studien angeguckt, die da gemacht worden sind, als wegen der Sicherheit und wegen der Wirksamkeit. Und habe dann gesehen, dass die da unheimlich schummeln. Die haben nämlich immer von einer Wirksamkeit von 90% gesprochen. Das ist aber die relative Risikoreduktion. Um Ihnen das zu erläutern nochmal. Wenn Sie einen super Impfstoff haben und Sie bei 20.000 geimpften Leuten keinen Fall haben, bei 20.000 Ungeimpften einen Fall, dann ist das eine 100%ige relative Wirksamkeit. Dass das Blödsinn ist, dass Sie natürlich dann 20.000 Menschen impfen müssen, um einen einzigen Fall zu verhindern, ist doch Wahnsinn. Deshalb ist diese Zahl, wie viele Impfungen sind erforderlich, um eine Infektion zu verhindern? Eine Infektion mit Grippe, ist die schlimm? Meistens nicht. Ganz wenige Leute sterben davon, die aber sowieso vorgeschädigt sind. Und die Leute lassen sich alle gegen Grippe impfen. Und zwar mit einem Impfstoff, der in der vorigen Saison ausprobiert wurde. Inzwischen sind ja schon völlig neue Viren da, die man noch gar nicht kennt. Der kann immer nur zu spät kommen. Und es kann auch nie nachträglich nachgewiesen werden, ob der was gebracht hat oder nicht. Sie brauchen bei der Pfizer-Studie 256 Leute müssen Sie spritzen, um eine Infektion zu verhindern. Ein Schnupfen mit positivem PCR-Test. Das war der Fall, den die definiert haben. Und bei Moderna waren es 177. Aber die absolute Risikoreduktion war bei beiden 1/3 bis 0,5%. Also es ist absurd. Nicht mal eine Wirksamkeit ist in den klinischen Studien nachgewiesen worden. Und dann hat man auch nicht nachgeguckt, wie viele Leute sterben in der Kontrollgruppe und wie viele sterben, die das gekriegt haben, diese Spritze. Hat man nicht nachgeguckt. Also was da sonst alles noch so passieren könnte. Und als das später gemacht wurde, hat man festgestellt, dass die Leute, die die Spritze gekriegt haben zum Schutze, dass da 5 Todesfälle waren und in der anderen nur einer in der Kontrollgruppe. Das heißt, dass es mehr Schaden als Nutzen sogar in den klinischen Studien schon gebracht hat. Ist diesen aber abgebogen worden. Man wollte ja die Ungeimpften, die wollte man nicht ungeimpft lassen, das kann man nicht verantworten. Da hat man denen auch noch schnell eine Spritze gegeben. Das ist übrigens ein Trick in der Arzneimittelindustrie. Wenn Sie ein neues Medikament auf den Markt bringen wollen, die machen eine klinische Studie, dann vergleichen Sie es mit dem alten, was es schon gibt. Man kann es auch mit Placebo vergleichen, mit Kochsalz oder mit sowas. Aber heutzutage wird häufig die Studie gemacht, dass Sie das alte Medikament nehmen. Das alte Medikament, das weiß man, hat ziemlich viele Nebenwirkungen gehabt. Und jetzt will man ein neues haben, das ist besser. Dann nimmt man eine ähnliche Substanz, dosiert die einfach niedriger. Und dann hat man weniger Nebenwirkungen als bei der alten. Da wird so viel Ärger, da wird so viel getäuscht und so viel geschummelt. Und dann wird auch nur die Studien veröffentlicht, bei denen man das Ergebnis findet, was man haben möchte. Sonst gibt es eine Gagging Clause, einen Vertrag mit den Studienleuten, dass man das nur mit Genehmigung des Sponsors veröffentlichen darf. Das sind alles Dinge, da haben wir bei Transparency lange, lange dran gearbeitet. Aber das war plötzlich nicht mehr zu leuchten. Da war bei FAERS, bei dieser Datenbank, Nebenwirkungsdatenbank in den USA, ging plötzlich die rote Lampe an, als das losging mit den Spritzen. Und wo haben wir denn in Deutschland sowas? Die Ärzte melden ja nicht.
gibt ja kein Geld dafür. Ist ja viel Mühe und Arbeit. Wir haben eine riesige Dunkelziffer bei all diesen meldepflichtigen Infektionskrankheiten. Und bei dieser sowieso, weil die Ärzte ja auch Geld geben. Die haben ja selbst die Spritze gegeben. Haben da 30 Euro für gekriegt. Und dann sollen sie plötzlich merken, sollen sie plötzlich melden, dass die Spritze schwerwiegende Nebenwirkungen hat. Da gibt es gewisse Interessenkonflikte. Also ich habe mal überlegt, Mensch, wo kannst du denn sehen, wenn diese Spritze jetzt gegeben wird überall, wo könntest du sehen, dass sich da was ändert, dass da irgendwas passiert? Und da ist mir eingefallen, da gibt es doch diese Statistik über die Notfalleinsätze, da tütata, Blaulicht, beim Robert-Koch-Institut. Da gibt es 800 Kliniken, große Notfallzentren, die melden regelmäßig ihre Notfalleinsätze, die Zahl der Notfalleinsätze, und haben dann drei Kategorien. Respiratorische Notfälle, Atembeschwerden, Atemwege. Dann haben sie die kardiologischen, also die Kreislaufgeschichten. Und dann haben sie die neurologischen Notfälle, Schlaganfall, was da alles so sein kann. Und diese drei werden gezählt in diesen Zentren. Und da kann man sehen, ob das mehr wird oder nicht. Und die habe ich mir vorgenommen und habe diese Zahlen, Einsatzzahlen, habe die zeitlich überlagert mit der Zahl der durchgeimpften Leute. Eine Spritze, zwei Spritzen. Und das kam da mal raus. Da sehen Sie den dunklen Berg im Hintergrund. Das sind die Leute, der prozentuale Anteil der Bevölkerung, der die Spritze gekriegt hatte. Das helle sind die zweite Spritze, das erste ist die eine Spritze. Und das geht los im, ja, wann geht das los? Im April 21. Da fängt dieser Berg an, dass die Leute die Spritzen dann richtig alle gekriegt haben. Und unten sehen Sie die verschiedenen Jahre. Jede Linie ist ein Jahr, jede zackelnde Linie ist ein Jahr. Das sind die respiratorischen Notfälle, Notfalleinsätze. Und der letzte ist diese dunklere Linie. Da passiert überhaupt nichts. Da ist gar nichts passiert. Keine Wirkung, weder dass da die Pandemie zu sehen wäre, noch dass da irgendwie, dass die Spritzen da was machen. Nichts. Und das sind die Herz-Kreislauf-Geschichten. Da sehen Sie plötzlich eine Verdoppelung. Parallel steigt das an mit den Spritzen, die gegeben wurden. Das ist auch die Aussage der Rettungssanitäter ganz deutlich, dass das viel, viel mehr geworden ist in der Zeit. Ich habe das einfach übereinander gelegt, die Häufigkeit zeitlich. Und da sieht man deutlich diesen Anstieg. Vorher, unten, das sind die anderen Jahre gewesen. Das Dunkle ist das Jahr 21 gewesen. Und bei den Schlaganfällen noch doller. Bei den neurologischen Erkrankungen. Das war vorher nicht. Also das war für mich, als es losging mit den Spritzen, dass ich wusste, ich hatte recht, dass das eine scheiß gefährliche Sache ist und dass es zu all diesen Beschwerden kommen wird, dass es Myokarditis gibt, dass es all diese Herzrhythmusstörungen gibt. Und besonders, da komme ich gleich noch zu, in den ersten 14 Tagen. Und später hat dann Herr Kupan hier diese schöne Übersterblichkeitsstatistik gemacht, all das standardisiert. Und da sieht man, 2000 sind nicht vermehrt Leute gestorben, sondern in einigen Altersgruppen, den Jungen sogar viel, viel weniger. Links sind die Jungen jeweils und rechts sind die wird's älter. Und im 21 gab es da plötzlich einmal bei den relativ Jungen und dann aber auch bei den Älteren gab es da plötzlich hohe Ausschläge, das heißt Übersterblichkeit, und das ist 22 noch mehr geworden. Und das Ganze ist hier auch, das Rote ist Übersterblichkeit, das Grüne ist Untersterblichkeit. Erwartete Sterbehäufigkeit, Sterberate jetzt in der Bevölkerung. Pro 100.000 wird das ja immer gerechnet. Und da kann man sehen, dass da bei den Alten zu Anfang, das ist Ende 2020, gibt es so einen roten Berg. Können Sie den sehen? Das ist der da, dieser hier. Dass da, als die Leute im Altenheim und in den Kliniken gestorben sind, als man die alten Leute entsorgt hat, als sie ohne Personal waren, genau die Zeit ist das. Bei den Jungen ist nichts passiert. Pandemie macht sowas nicht. Aber dann können Sie sehen, dass hier plötzlich bei den jungen Leuten, da oben, dass da eine Übersterblichkeit ist bei den 15- bis 29-Jährigen, bei den 30- bis 49-Jährigen. Komischerweise ist die Gruppe der 50- bis 59-Jährigen relativ unauffällig geblieben.
Das kann ich mir nicht erklären. Das sind offenbar die Altersgruppe, die, wo die schlauen Füchse sind, die vermieden. Also das, da habe ich, das weiß ich, kann ich nicht erklären. Aber das, was bei den Jungen passiert ist, das ist doch ziemlich bedrohlich hier. Und natürlich bei den Alten dann auch. Ja, das ist übrigens die Definition, wer galt, die wurden ja gezählt. Jetzt sind die geimpft, sind die nicht geimpft. Und da gab's, da wurde ja gesprochen dann von einer Epidemie der Ungeimpften. Und da war eben nur als geimpft oder vollständig durchimmunisiert galt jemand nicht nach, wenn er eine Spritze gekriegt hat, der war überhaupt nicht, der war ungeimpft. Der zählt als ungeimpft. Und wenn einer die zweite Spritze dann gekriegt hat, in den ersten 14 Tagen nach der zweiten Spritze galt er auch als ungeimpft. Und wenn er gestorben ist nach der Spritze, ungeimpft. Und wenn man sich dann mal anguckt, die Nebenwirkung hier, das ist der zeitliche Verlauf. Das sind die ersten 14 Tage in dem Raum. Das sind die Fälle, die sterben nach der Spritze. Und da sieht man, dass die in den ersten 14 Tagen sterben nach der Spritze. Und das sind dann Covid-Fälle gewesen. Das sind ungeimpfte Covid-Fälle gewesen. Das ist eine ganz massive und zwar bewusste Täuschung der ganzen der epidemiologischen Zahlen gewesen, die das Ganze unheimlich verzerrt hat. Ich habe ziemlich früh, gleich als es losging, schon im März, habe ich darauf hingewiesen, dass es gefährlich ist, diese Spritze zu geben, weil diese Milliarden von kleinen Nanopartikeln, wenn die da in den Muskel gespritzt werden, die bleiben eben nicht an der Stelle, sondern vor allen Dingen dann, wenn sie irgendwie ins Blut kommen, wenn irgendwie eine Ader verletzt wird oder die sogar in eine Vene gespritzt werden, dann verbreiten die sich ganz, ganz schnell im ganzen Körper und machen überall Gefäßschäden. Milliarden von Nanopartikeln, die überall in die Gefäßinnenwände gehen und dort anfangen, diese entzündlichen Reaktionen hervorzurufen. Thrombosen, all diese ganzen Geschichten oder ganz unterschiedlichste Beschwerden, wenn die ins Gehirn gehen. Die Nanopartikel sind so klein, die gehen sofort auch ins Gehirn. Die gehen in die Gonaden, die gehen überall hin. Innerhalb von einer Woche sind die überall. Und ich habe dann darauf hingewiesen, habe gesagt, das kann nicht angehen. Ihr müsst doch aspirieren, ihr müsst doch wenigstens gucken jetzt, dass sie nicht in die Vene spritzt. Das gehört sich doch immer. Und die WHO hat absichtlich gesagt, das muss nicht passieren. Als wenn sie die Leute killen wollte. Und das stand absichtlich, und die dänischen Gesundheitsbehörden, die haben gesagt, das machen wir nicht. Wir empfehlen weiterhin zu aspirieren. Das ist dieser dänische Artikel. Da gab es einen Streit zwischen der Gesundheitsbehörde, den Amtsärzten in Dänemark. Die waren verantwortlich. Das machen wir nicht, wir müssen aspirieren. Und der Regierung, die gesagt hat, doch, die WHO hat gesagt, ihr könnt einfach so. Und dann haben die nachher, irgendwann haben die dann angefangen, dass sie doch aspiriert haben. Also das ist eine Sache, die war schon verantwortungslos, sehr verantwortungslos. Ja, die WHO setzt die Normen. Da komme ich zur WHO. Die WHO setzt die Normen. Die WHO ist eine Einrichtung, die sagt, was Gesundheit ist. Die sagt, welche Diagnosen es gibt. Es gibt die Krankheiten, die die WHO nicht definiert, gibt es nicht. Jedenfalls nicht in der Statistik. Das ist der ICD-Code, die internationale Kodierung von Krankheiten. Die wird bei der WHO in Arbeitsgruppen gemacht. Und die haben ja Ende 2019 auch die Covid-Diagnose gemacht, habe ich Ihnen ja erzählt. Und so machen die alle möglichen, ja, die machen Definitionen. Die sagen, was ist, was sind die Normwerte sogar? Zum Beispiel der Cholesterin im Blut, Normwert, der lacht mal bei 230 Milligramm pro Deziliter. Den haben die einfach gesenkt auf 200. Da hatten die plötzlich 86% mehr Behandlungsbedürftige. Da freut sich die Pharmaindustrie. Und deshalb ist sie auch benutzt, die Lobby der Pharmaindustrie benutzt die WHO praktisch, um die Definition so zu machen, dass sie da Geschäfte machen kann. Deshalb geben die da auch Geld, deshalb spendieren die auch so viel in ihren, nicht die Firmen, sondern meistens Verbände oder Stiftungen, die das denn machen. Das wird gewaschen, das Geld, auch manchmal nur über die Regierung. Nicht, wenn die dänische Regierung jetzt dieses Schlankmachmedikament, was ja bei Novo Nordisk zuerst entwickelt wurde, nicht, dass man keinen Hunger mehr hat. Wenn sie das jetzt vermarkten wollen, dann muss die WHO natürlich die Fettsucht als Pandemie jetzt
darstellen, wo wir alle Angst haben. Da müssen die Staaten was tun. Da gibt es ja diese Spitze aus Dänemark. Ne? Und dann gibt es Geld natürlich für dieses Projekt von der dänischen Regierung, für die WHO. Das heißt, so läuft das immer über. Deutschland war der größte Sponsor in der Zeit, als BioNTech diesen Mist verkaufen durfte hier. Da hat Deutschland am meisten an die WHO gezahlt in dem Jahr. Das heißt, jeder, der da was machen will, der muss auch ein bisschen was zahlen. Und die definieren auch, was eine Pandemie ist. Das habe ich ja in der Schweinegrippe erlebt. Ich habe ja damals, war ja im Europarat Vorsitzender des Gesundheitsausschusses und habe diesen Untersuchungsausschuss zur Schweinegrippe da initiiert und begleitet und habe die ganze Arbeit gemacht. Da haben wir festgestellt, dass die WHO korrupt ist, dass sie die Experten der Firmen da reinholt, die dann sagen, was die Normwerte sind, dass sie plötzlich die Definition von Pandemie verändert haben, von einem Tag auf den anderen. Das mussten keine schweren Krankheitsfälle mehr sein, da musste keiner sterben, musste nur ein neuer Virus sein, der um die ganze Welt geht oder in mehreren Ländern zu sehen ist. Dann ist es eine Pandemie. Und das haben wir jedes Jahr. Und die brauchten eine Pandemie, weil nämlich die Verträge, die 100 Staaten auf der ganzen Welt mit der Arzneimittelindustrie im Rahmen der Pandemic Preparedness abgeschlossen hatten, hatte die WHO empfohlen, ihr müsst was tun, ihr müsst Vorsorge treffen, dass ihr Impfstoff habt, wenn da eine Pandemie kommt. Das haben sie seit 2000, hat sie dieses gedrückt mit der Vogelgrippe. Und das hat sie die ganzen kleinen Vorspiele haben die benutzt, um Angst zu machen, dass die Staaten was tun. Und dann haben die Staaten alle Verträge abgeschlossen. Die WHO hat immer geguckt, welcher Staat hat noch nicht. Und dann hat die dann an Pranger gestellt und hat gesagt, du musst was tun. Und dann haben die alle Verträge abgeschlossen. Und Deutschland hatte mit Novartis und hatte mit Glaxo zwei Verträge. Und über 60 Millionen Impfstoffdosen. Und dann war aber keine Pandemie. Und 2009, da war es dann so, dass im April, da war da in Mexiko eine Firma, die lief da rum, in den Krankenhäusern und hat nach Fällen gesucht und hat Antikörper bestimmt. Die wussten aber, dass in den 70er Jahren mal die Schweinegrippe schon da war und dass ungefähr ein Drittel der über 60-Jährigen, dass die positive Tests haben würden. Das war bekannt. Und da ist man einfach in die Krankenhäuser gegangen. Haben die da 600 Fälle zusammengesucht. Und weil 600 Fälle, und dann hat Herr Ferguson aus England, der hat dann das multipliziert, die 600 Fälle mit den ganzen Flugzeugen, die in alle Welt fliegen, und hat ein Szenario entwickelt, wie schnell sich diese Erkrankung dann ausbreiten würde auf der Welt. Und man muss mit Millionen Toten rechnen. Und da hat die WHO dann, Frau Chan saß in der, ja, es ist ernst, die Pandemie ist jetzt da. Und als sie das sagte, als die WHO sagte, jetzt ist Pandemie, traten alle die 100 Verträge auf der ganzen Welt in Kraft, die die Staaten mit den Impfstoffherstellern gemacht hatten. Und die mussten zahlen, die mussten das Zeug abnehmen. Die WHO war am Trigger, die hat das ausgelöst. Und das haben die nur machen können, weil sie die Definition vorher verändert hatten. So ein verbrecherischer Laden ist das. Ja, und jetzt haben sie dieses, was sie Fake nennen, Fake. Das ist aber nicht Fake, wie Sie das verstehen, sondern das heißt P-H-E-I-C. Aber es wird Fake ausgesprochen. Und das heißt Public Health Emergency of International Concern. Das ist die berühmte internationale Seuchennotlage, die unsere Regierung dann ja auch ausgerufen hat. Das definieren die auch. Und sie sagen auch, wie man das erkennen kann, mit welchen Mitteln. PCR-Test, Goldstandard, haben sie auch gesagt. Wenn der PCR-Test positiv ist, dann ist das ein Fall, haben sie auch gesagt. Die definieren all diese Sachen. Die WHO ist deshalb so mächtig, weil sie die verbindliche Definitionsmacht hat. Sie bestimmt die Sprache der Medizin. Und wir lassen uns das gefallen, wir übernehmen das einfach. Und da sitzen diese Vertreter, die von den Sponsoren als Experten, die werden da hingeschickt und die machen das, die setzen die Normwerte. Das Gesundheitswesen, wenn wir uns mal ein bisschen zurückerinnern, im 19. Jahrhundert war Gesundheit Privatsache. Da gab es Nachbarn, haben sich geholfen, wenn einer krank wurde. 1800 und Kruch irgendwann auf dem Dorf oder so. Da gab es ja noch nicht mal Ärzteschaft. Da gab es einige Heiler, Bader. Und nur die reichen Leute hatten bei Hofe irgendjemand, der heilkundig war. Also da gab es sehr wenig nur. Und das war Privatsache. Es gab auch keine Krankenversicherung. Man half sich in Nachbarschaft gegenseitig, wenn man konnte. Und dann kam Bismarck in Deutschland
Und der hat gesehen, dass überall diese Selbsthilfevereine aufwuchsen, da wo die Arbeiter sich zusammentaten, an den großen, da war die Industrialisierung, da war Elend, die Leute waren aus den Dörfern, waren die entwurzelt, waren in den Städten, in den Fabriken. Und da waren sie zusammen und haben dann Gartenvereine aufgemacht, Gesangsvereine aufgemacht, Turnvereine aufgemacht und haben sich gleichzeitig geholfen, gegenseitig bei Krankheitsfällen. Haben eine Gesundheitskasse gemacht. Man nennt das Mikrokredit moderner. Nicht so was haben die gemacht. Und das hat die Regierung gesehen, Bismarck hat das gesehen, oh, das geht nicht gut. Das können wir nicht so einfach wild wuchern lassen. Und dann haben sie die Reichsregierungsordnung gemacht. Dann haben sie gesagt, ja, der Staat kümmert sich jetzt um eure Gesundheit. Was sie gemacht haben, die haben den Leuten das aus der Hand genommen und haben die Regeln gemacht und haben dadurch die Kontrolle über die gesamte Gesundheit gewonnen. Der Staat hat sich einfach die Kontrolle angeeignet und hat gesagt, was, in welcher Form die Leute sich gegenseitig helfen dürfen und wer wie viel bezahlen muss und all diese Dinge, diese Regeln, die Sie jetzt ja auch von der gesetzlichen Krankenversicherung kennen. Das ist damals angefangen worden. Und zwar als Kontrolle, als staatliche Regelungskontrolle. Das Ganze hat Bismarck angefangen. Und dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde die WHO ja gegründet dann. Der Herr Rockefeller hatte vorher sehr, sehr intensiv dieses Gesundheitsthema entdeckt und hat seit 1914 schon die Rockefeller Foundation, also schon vor dem Ersten Weltkrieg, haben die überall auf der Welt bilaterale Projekte gemacht. Die Rockefeller Foundation ist nach Afrika gegangen oder ist irgendwo nach Indien gegangen oder irgendwo hin und hat da bestimmte Projekte gemacht und hat die Leute geschult, hat Schwestern Ärzte ausgebildet und hat dafür gesorgt, dass man sich um Gesundheit kümmerte. Und das hat man praktisch genutzt, um neue Geschäftspartner weltweit überall an sich zu binden. Das Vehikel, mit dem man sich legitimiert hat, um in anderen Ländern Einfluss zu nehmen. Und das hat man ausgearbeitet und da hat man nachher Alumni gehabt, hatte überall in den Ländern Leute, die man erzogen hatte, die gelernt haben bei der Rockefeller Foundation, bei den Regierungen, in den Ministerien, überall hatte man Leute, hatte also großen Einfluss schon genommen durch diese Wohltätigkeitsgeschichte. Das Ganze ist aber auch als Instrument benutzt worden, um wirtschaftlichen Einfluss auf der ganzen Welt aufzubauen. Und das nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann auch mit Unterstützung und auch der erste Chef war von Rockefeller persönlich ausgewählt. Der wurde dann die WHO gegründet und dann zog sich die Stiftung zurück. Da war das eine internationale Sache und da wurde Gesundheit als Menschenrecht definiert. Und wehe der Staat, der sich nicht um die Gesundheit kümmert. Das heißt, da hatte man eine internationale Behörde, da musste nicht mehr die Rockefeller Foundation Liebkind machen mit einzelnen Regierungen, sondern da hatte man plötzlich eine Behörde geschaffen und konnte mit Hilfe dieser Behörde, konnte man jetzt vergleichen, der Staat tut überhaupt nichts für die Gesundheit, der ist sehr prima, der macht sehr viel und so. Und dadurch hat man unheimlichen Druck gemacht auf die Politik und das Ganze ist dann nachher in Alma Ata, kennen Sie, gesunde Städteprogramm, nicht? Das ist in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre gewesen. Das waren alles gute Sachen, aber das war immer so, dass man sagte, es gibt ein Recht auf Gesundheit und die Staaten müssen dieses Recht durchsetzen, sonst kümmern sie sich nicht um ihre Bürger. Weil das war der Hebel, den man angesetzt hat. Und dann, als die Mauer fiel, da war das nicht mehr so wichtig. Da gab es ja keine Konkurrenz mehr der Systeme. Da ging es darum, jetzt weltweit den Markt zu erschließen für Arzneimittel, für andere Dinge. Überall zu investieren. Plötzlich war die Welt, die andere Hälfte der Welt auch ein Investitionsraum. Das heißt, man brauchte plötzlich Regeln, um überall in der Welt sein Geld zu vermehren, überall hinzugehen. Und das ist da massiv geschehen. Das wissen Sie, wenn Sie hier in der DDR gelebt haben, wissen Sie genau, wie das gegangen ist, wie plötzlich die ganzen Geschäftemacher hierher kamen und wie sie investiert haben, alles übernommen haben, natürlich nur, wenn sich das lohnte. Und genau das ist auf der ganzen Welt geschehen nach dem Zusammenbruch der Mauer, Ost-West-Zusammenbruch. Da wurde dann Gesundheit als Wachstumsmarkt entwickelt mit Hilfe der WHO. Auch die armen Länder sollen unsere guten Medikamente kriegen. Nicht? Und die Impfungen. Die haben ein Recht darauf.
Nicht? Und da sind in Afrika, ich war Berichterstatter für Zentralafrika im Entwicklungsausschuss im Deutschen Bundestag, bin darüber rumgefahren in Ländern. Überall war Gavi, überall waren diese Impfaktionen, überall haben sie klinische Studien gemacht in Afrika. Die Leute wussten gar nicht, was mit ihnen Studien gemacht wurden. Ja, da war Gesundheit plötzlich ein Wachstumsmarkt und seit Corona ist Gesundheit etwas, was man benutzt, um die gesamte Weltbevölkerung unter Kontrolle zu kriegen. Zu wissen, was läuft, zu wissen, wo neue Dinge möglich sind, zu wissen, was man unterdrücken muss. Das ist da diese Angst, die gemacht wurde mit Corona, ist das Instrument, mit dessen Hilfe man versucht, die Weltbevölkerung zu kontrollieren unter dem Vorwand von Gesundheitsschutz. Das ist Frau Brundtland, die ich persönlich kennengelernt habe bei einem Abendessen am Pariser Platz in Berlin, als sie da war, WHO-Chefin, als sie da war und was tun wollte für den Nichtraucherschutz. Fand ich prima, als Longarzt, sag ich prima. Habe mich mit ihr getroffen und haben wir dann geredet. Da fand ich unverdächtig, fand ich gut. Und sie ist da ist sie mit Klaus Schwab, da war sie norwegische Ministerpräsidentin und weil sie so ein engagierter Dragoner ist, der sehr gut politisch sehr, sehr clever ist, ist sie ausgewählt worden als Chefin für die WHO. Und sie ist es dann gewesen, die in Davos reden durfte, nicht mehr als norwegische Ministerpräsidentin, sondern als Chefin der WHO und gesagt hat, meine Damen und Herren aus der Wirtschaft, Sie haben eine große Verantwortung, nicht nur für Ihre Mitarbeiter, sondern für die Welt. Die WHO hat kein Geld. Die WHO ist dahin. Tun Sie was für die Gesundheit. Investieren Sie. Ich lade Sie ein. Und das haben die gemacht. Nicht? Dann sind sie hingegangen mit ihrem Geld. Aber die haben, wenn die Geld gegeben haben, der WHO, dann waren das immer zweckgebundene Mittel. Wir geben Geld, aber nur, wenn ihr das und das macht. Das heißt, die WHO wird inzwischen zu 86% mit zweckgebundenen Mitteln finanziert, wo irgendwelche Sponsoren kommen und irgendwas wollen, was sie mit Hilfe der WHO umsetzen wollen. Und nur 14% oder etwas zwischen 10% und 14% sind Pflichtbeiträge der Mitgliedstaaten. Das heißt, es ist ein korrupter Selbstbedienungsladen geworden, schon lange. Und das hat Frau Brundtland war diejenige, die das Ganze ganz schnell beschleunigt hat, als dann die Mauer gefallen war. Ja. Dann habe ich ja einiges erlebt. Ich bin als Amtsarzt, habe ich die AIDS-Geschichte erlebt. Da war ich noch relativ gutgläubig. Ich habe nicht gemerkt, dass HIV, also die humanen Immunschwäche-Viren, dass diese Retroviren, dass die überall im Körper sein können. Und Retroviren haben wir ganz viele. Wir bestehen, unser Genom besteht zum Teil, zum großen Teil aus Retroviren. Da sieht man die ganzen Virusgene noch drin. Die Viren haben uns geformt, so wie wir sind. Wie gesagt, wir würden noch Eier legen, wenn wir die nicht hätten. Und es gibt, und diese HIV-Viren, die kann man in vielen Menschen nachweisen mit bestimmten Tests. Da gibt es dann unterschiedliche. Und da hat man einen Test genommen und hat den, bei vielen Menschen war der dann auch positiv. Und da hat man den Menschen Angst gemacht, dass das Virus ist, was die Immunschwäche erzeugt. Aber die Immunschwäche, die war vorher in bestimmten Kreisen, in Nordamerika, an der Westküste vor allen Dingen, da war die eine Folge des Drogenkonsums und des übermäßigen Drogenkonsums. Die haben da alle möglichen Stoffe und Chemikalien genommen. Und dann hat man das zusammengeführt und hat gesagt, dass diese HIV-Viren die Ursache sind für diese Immunschwäche. Und ich selbst habe dann die ersten HIV-Tests gemacht. Frau Lars Stehr war die Abteilungsleiterin im Robert-Koch-Institut. Die hat damals mich ausgeguckt und hat mir gesagt, Herr Wodak, Sie haben da doch so ein vorbildliches Gesundheitsamt. Wollen Sie nicht wir haben da diesen Test, wollen Sie das nicht ausprobieren? Ich hatte auch die Prostituierten-Sprechstunde, also Untersuchung von Prostituierten aus dem ganzen Bereich. Die mussten damals immer noch auf den Bock, wie das hieß. Musste man Abstriche machen, die Männer nicht. Ne? Aber die Prostituierten mussten sich untersuchen lassen, einmal alle 14 Tage. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich da bei den Tests. Weil die ja sind ja Risiko, wären dann ja Risiko nach dem Narrativ, was damals herrschte. Und da ist aber keine positiv gewesen. Ich habe ungefähr bei den vielen tausend Tests, die ich gemacht habe,
habe ich vielleicht 20 Positive gehabt. Die meisten, die, weil das anonym war, habe ich die alle aus den Augen. Ich habe die Namen nicht erhoben. Ich habe die alle anonym getestet. Ich habe die zwar alle die Krankengeschichte notiert, dann habe ich denen eine Nummer gegeben und habe von der Krankengeschichte eine Ecke abgerissen. Jedes Mal anders. Und dann kriegten die Ecke mit. Und wer die Ecke brachte, kriegte das Ergebnis. Ich brauchte den Namen nicht zu wissen. Es war anonym. Und deshalb war die Stelle so beliebt. Weil die alle Angst hatten, dass sie gebrandmarkt, wenn der Positest positiv ist, dann, dass das irgendjemand erfährt. Das war ja die größte Angst, dass man plötzlich geächtet wurde. Und das, deshalb war das beliebt, aber ich habe, wie gesagt, wenig. Und ich habe noch Kontakt mit Zweien gehabt, die positiv waren. Die sind bis heute gesund. Da ist nichts. Die haben sich nicht behandeln lassen. Nicht behandeln lassen. Und ich habe dann mal Praktikum gemacht in Berlin, in einem großen Krankenhaus. Die hatten eine AIDS-Ambulanz, weil ich mal wissen wollte, was ist da nur daraus geworden, als ich Abgeordneter war. Und habe da 2 Tage bin ich da gewesen und habe dann die Fälle gesehen. Da war keiner, der so eine richtige HIV-Infektion gehabt hatte. Das waren Leute mit positiven Tests, die dann prophylaktisch Medikamente gekriegt haben. Und die kamen dahin, weil sie Lymphome hatten, weil sie lymphatische Tumoren hatten, aller Art. Und das ist, dass man heute mit großer Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass diese sogenannten AIDS-Opfer, dass ein Großteil dieser Menschen, dass der an den Folgen dieser krankmachenden Therapie, dieser Medikamente verstorben ist. Also das ist ein großes Fragezeichen. Da fehlen mir die wirklich harten Daten, da wird aber auch nicht untersucht. Aber der Verdacht ist sehr, sehr hoch. Und vor allen Dingen gibt es keine, und das ist übereinstimmend, das sagen jeder, der sich darum kümmert, sagt, es gibt keinen Beweis der Kausalität, dass die HIV-Viren tatsächlich die Immunschwäche verursachen. Da gibt es keinen plausiblen Beweis, keine wissenschaftliche Arbeit. Zeigen Sie mir die. Das wird überall immer wieder gesagt, zeigen Sie mir die. Wo ist sie denn? Gibt es nicht. Das war das Erste. Und dann kam BSE. Das war auch spannend, da habe ich viel erlebt. Da habe ich dann gemerkt, dass das nicht nur am Tiermehl saß, sondern vor allen Dingen, dass das Fett aus den Knochen, welches und das Fett aus dem Gehirn, dass das in den Kälbern in die Milch gemischt wurde. 2% Fett im Milchersatz, also in der Ersatzmilch. Wird zugesetzt, 2% Fett, und das war das Knochenfett. Und ich war in der Knochenmühle, ich war in der Abdeckerei, wo die Tiere dann, und habe das gesehen, dass sie die Knochen, dass sie die nicht bei 100 Grad, sondern unter 100 Grad das Fett extrahierten, weil sie das für die Kosmetik brauchen und für die Fotoindustrie. Das benutzt man, weil das ist wertvoll. Ich hatte den gefragt, den Direktor, warum wird das nicht auch bei 130 Grad und zwei Atmosphären Überdruck und so sterilisiert? Nein, dann geht's ja kaputt. Und dieses Fett wurde benutzt, in die Milchaustausche reingetan. Und dann bin ich zu Seehofer gegangen und habe ihm gesagt, Herr Seehofer, das müssen Sie für einsetzen, das darf auf keinen Fall sein. Und da waren die ersten Fälle in Schleswig-Holstein, 6 Fälle oder so aufgetreten. Und der Peter Harry Carstensen, der nachher Ministerpräsident wurde von Schleswig-Holstein, der war in Dithmarschen und in seinem Kreis war das passiert. Und dem habe ich dann auch noch bearbeitet, habe gesagt, Peter Harry, wenn du dich da nicht für einsetzt. Und das haben die dann auch gemacht, haben die gar nicht drüber geredet. Die haben dafür gesorgt, dass das nicht mehr passiert. Und BSE ist weg. Das hatte was zu tun mit dem englischen Fleischmarkt. Gab es da wohl ein Interesse irgendwie. Ja, dann kommt SARS-1. Das sind die ganzen, habe ich diese ganzen Pandemien, habe ich alle erlebt. Mehr oder weniger live, mehr oder weniger direkt. Und deshalb habe ich die WHO so genau kennengelernt und alle, die damit zu tun hatten. Deshalb war das für mich überhaupt keine Überraschung, dieser Betrug, der dann wieder kam. Deshalb habe ich da so kritisch man kann sagen, das ist ein Verschwörungstheoretiker. Nee. Ich bin hinter kriminellen Machenschaften hinterher gewesen, die ganze Zeit. Ich habe das als meine Pflicht angesehen. Ich habe ja als ich im Amtsarzt war, da bin ich von der Ärztekammer Schleswig-Holstein gefragt worden, ob ich nicht eine epidemiologische Taskforce aufmache. In Schleswig-Holstein war dieses Gerede immer, dass die Strahlen, die von überall kommen und die Dioxin und die Altlasten und da gab es ganz viele Themen, immer den Schadstoff der Woche. Und das ist die Zeit, als die Grünen groß geworden sind.
Und dann haben wir als Amtsärzte mussten uns immer dazu Stellung nehmen und wir wussten aber gar nicht so viel. Und dann hat die Ärzte gesagt, Wodak, machen Sie doch mal, Sie sind ja so in dem Thema drin und machen Sie mal so eine Taskforce. Dann durfte ich die besten Leute einladen als Fachleute, Professoren, Hygieniker, Epidemiologen, Mikrobiologen, Toxikologen, konnte ich einladen. Und dann waren wir so ein Kreis von 12 Leuten und ich war Präsident 10 Jahre lang bei der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Und wir haben eine epidemiologische Taskforce gemacht. Und damals hat man, der eine, der war Epidemiologe, Herr Raspe, der hat gesagt, Herr Wodak, das ist ja toll, dass wir das hier machen, aber wir brauchen epidemiologische Methodik. Ich sage, ja, gerne, wo kriegt man die? In Deutschland gibt es die nicht. Da konnte man sich nicht ausbilden lassen als Epidemiologe. Ja, so haben Sie das da gemacht. Ja, ich war in London School of Hygiene und ich war in Stanford und Baltimore. Wollen Sie dahin? Ich besorge Ihnen ein Stipendium. Und dann hat er mir ein Stipendium besorgt. Und so bin ich zur Johns Hopkins Universität gekommen mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Und da habe ich dieses berühmte Institut kennengelernt, was jetzt ja inzwischen total gekauft ist. Da waren aber noch gute Leute damals. Und dann so einen Intensivkurs gemacht, habe diese ganze Methodik kennengelernt. Health Risk Assessment Methoden und was es da alles gab. Also, ja. Und deshalb, als ich das hörte, jetzt wieder mit dem, was da so alles passiert, habe ich dann gründlich untersucht, habe meine Pflicht getan, mir nicht. Und nicht nur, dann nachher war diese Geschichte mit, ach, die Schweinegrippe, das kann ich alles erzählen, das ist ein 2-Abende-Vortrag. Oder die Vogelgrippe, wo die dann die Tiere plötzlich unter Netze, die Gänse unter irgendwelche Netze über die Wiese spannen mussten, die Bauern, damit dann nicht die Vögel die Gänse infizieren. Die Zugvögel aus Lügen. Es ist absurd, da bin ich zu Herrn Stör gefahren. Der ist jetzt übrigens der Nachfolger von Drosten im Beratungsgremium der Bundesregierung. Herr Stör war damals Abteilungsleiter bei der WHO, Veterinär aus Thüringen. Und da bin ich zu ihm gefahren und sagte, Herr Stör, wie kommen Sie dazu? Er sagte, 7 Millionen Tote könnten da entstehen durch die Vogelgrippe. Ist ja jetzt wieder Thema, ne? Vogelgrippe. H5N1. Hat er damals schon erzählt. Und dann sagt, wie kommen Sie dazu? Wo ist die Evidenz? Ja, das gibt's doch und so. Und er hatte keinerlei Evidenz, nichts. Ich war sauer auf den Typen. Und dann hat er mir zum Schluss, zum Abschied, hat er mir eine CD geschenkt. Die war von Roche. Und da sagt er, ja, sehen Sie, da ist nachgewiesen, dass Tamiflu aber hilft. Ich wusste zwar nicht, wogegen, aber die Tamiflu hilft. Und Tamiflu haben wir dann ja eingebunkert für zig Millionen in allen Ländern überall. Ein giftiges Zeug, was ja so ähnlich wie so ein das wirkt so wie so ein Mittel wie, kennen Sie Captagon, so was? So ein Speed, wie Speed. Und da sind die Kinder aus dem Fenster gesprungen, die das hier genommen haben. Also das ist ein Zeug, was nicht ungefährlich ist. Und das haben wir gebunkert alle. Ja, und dann Ebola habe ich erlebt in Afrika. Dann ein Freund von mir hat dann ein Labor in Conakry. Und das ist in Guinea. Und da war der Ausbruch der Erste. Der rief mich an und sagt, Mensch Wolfgang, können wir da nicht was tun? Du hast doch Beziehungen, kann man nicht den Botschafter fragen? Ich habe dann ein Labor, ich könnte die Fälle finden und dann können wir die isolieren und dann können wir das schnell bremsen. Ja, das finde ich gut, ja. Und der deutsche Botschafter sagte, nee, das können wir nichts machen, das hat die WHO übernommen. Und dann hat sich das entwickelt. Da waren da 20.000 Tote nachher. Das hat sich ganz Westafrika, und dann habe ich eine Karte gesehen, wo die überall die klinischen Studien gemacht wurden. Überall in Westafrika haben sie diese Fälle benutzt, um klinische Studien zu machen, und zwar mit dem ersten Vektorimpfstoff, gentechnischer sogenannter Impfstoff, mit einem Vektor. So ähnlich wie dieses AstraZeneca-Zeug. Das haben sie benutzt, um den ersten Ebola-Impfstoff auf den Markt zu bringen. Und als sie das durch hatten, die Studien, war Ebola zu Ende. Verbrecher. Ja, und die Mpox, da habe ich mich dann lustig gemacht über die Affenpocken. Pickellampo und einen positiven PCR-Test. Und schon hast du die Affenpocken. Ich habe ein Quiz gemacht auf meiner Homepage mit lauter Pickeln. 6 verschiedene Pickelbilder. Herpes und Akne und was da alles dabei war. Und habe dann gefragt, welches davon ist typisch für die Affenpocken? Und in der Auflösung stand dann alle, wenn der PCR-Test positiv ist. Ja,
Und dann gibt es ja jetzt die NCD-Pandemic. Kennen Sie, ne? Kennen Sie? Non-Communicable Diseases. Das sind die nicht ansteckenden Krankheiten. Alkoholismus, Fettsucht, Bluthochdruck, Diabetes. Alle gefährlich. Und das wird da unter Pandemie läuft das. Das machen die jetzt auch unter Pandemie und auch mit dem Druck dann, dass sie die Regierung zwingen können, dagegen was zu tun. Das heißt, Medikamente zu kaufen, Geld auszugeben dafür. Ja, das ist das Gremium, was zuständig war für die Covid-19-Geschichte, für die sogenannte Pandemie. 2019, 2020, da sehen Sie ganz links oben Frau Brundtland wieder. Die war ein bisschen im Hintergrund, aber die leitete das ganze Gremium. Die haben die Regie geführt für das Ganze. Da ist drin der Chef vom chinesischen Center for Disease Control, Herr Gao. Da ist drin der von der Bill & Melinda Gates Stiftung, der Chris Elias. Da ist der drin, der Jeremy Farrar, der war damals für Wellcome Trust, der ist jetzt der wissenschaftliche Leiter bei der WHO geworden. Also diese ganze Mischpoke war da alles schon die Leute, die da korrupt waren, die abhängig waren und die WHO aufgebaut haben als Instrument der Arzneimittelindustrie. Die Chinesen genauso wie die Amerikaner, die Engländer, die Japaner, aus allen, überall waren da welche drin. Und die Russen auch. Alle. Das ist global vorbereitet worden. Das ist in Ihrem ersten Bericht. Das sind die möglichen Pandemieerreger überall auf der Welt, Ausbrüche. Da sehen Sie, was könnte man eventuell zu einer Pandemie aufblasen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Eine der größten Sponsoren ist ja die Bill & Melinda Gates Stiftung für die WHO, weil der ist ja selber kein Arzneimittelhersteller, aber der investiert in diese Industrie sehr stark. Jetzt hat er ja die Nahrungsmittelindustrie auch mehr entdeckt. Aber die Arzneimittelindustrie, der war einer der ersten, die mit Pfizer zum Beispiel immer zusammengearbeitet haben. Der hat sehr, sehr intensiv die WHO benutzt und aufgebaut, hat sehr viel Geld da hineingesteckt. Und Sie sehen, das ist ein Netzwerk von Leuten, die alle von ihm Geld gekriegt haben. Und die gelb unterlegten Stellen, die da Geld gekriegt haben, da steht immer, wie viel sie gekriegt haben, die sind alle immun nach Schweizer Recht. Die sind also nicht, die kann man nicht bestrafen. Die haben diplomatische Immunität in der Schweiz. Deshalb sind da so viele in der Schweiz. Ja, und die WHO, die plant ja, das Ganze noch zu verstetigen. Das kennen Sie alle. Die möchte also die erstmal ihre eigenen Regeln, also den WHO-Vertrag neu definieren. Oder sie möchte die internationalen Gesundheitsregeln neu definieren, mit denen sie dann die Staaten zwingen können, um bestimmte Dinge zu machen, zu suchen, zu finden und dann zu behandeln und dafür Geld zu geben. Und das Ganze wollen sie verstetigen. Das soll jetzt im Mai, also das soll in diesem Monat, Ende des Monats, soll das in Genf beschlossen werden. Inzwischen haben zum Glück sehr, sehr viele BRICS-Staaten, aber auch afrikanische Staaten, aber auch England, Holland. Die Parlamente haben gesagt, nein. Und in Europa sind es, glaube ich, jetzt 5 oder 6 Staaten, wo die Regierung auch gesagt haben, nee, das machen wir nicht, weil wir da unsere Autonomie verlieren. Wir geben doch nicht unsere Entscheidungsmöglichkeiten, unsere Verantwortung ab an diese korrupte Behörde da. Und das ist meiner Meinung nach ist so, dass wir die WHO überhaupt nicht brauchen. Die WHO ist ein schädliches Instrument. Die ist für nichts gut, schon gar nicht für Gesundheit. Was denn noch jetzt als Idee die ganze Zeit schon entwickelt wird, ist die One Health. Alles hat mit Gesundheit zu tun, heißt es. Alles hat mit Gesundheit zu tun. Ja, stimmt ja. Ne? Aber dadurch, dass sie sagen, das hat alles mit Gesundheit zu tun, das heißt, wir müssen uns um alles kümmern, weil es alles mit Gesundheit zu tun hat. Und wir müssen alles kontrollieren, wir brauchen die Daten. Wir müssen wissen, dass euer Vieh, wie das gefüttert wird, dass da nichts passiert bei den Tieren. Wir müssen eure Umweltschadstoffe, wir müssen also eure ganzen möglichen aus der Umwelt kommenden Einflüsse, die müssen wir alle dokumentieren, registrieren. Und wir sagen euch, wenn da eine Gefahr zu erkennen ist. Und wir sagen euch auch, womit man das erkennt, mit welchen Instrumenten, was ihr anwenden müsst. Damit ihr seht rechtzeitig, dass eure Gesundheit gefährdet ist. Und wenn wir da was sehen, dass eure Gesundheit gefährdet ist, dann sagen wir euch, was ihr tun müsst. Und dann sagen wir euch auch, was das kostet.
Und zum Beispiel haben Sie jetzt ja die Kläranlagen untersucht. 170 Städte in Deutschland untersuchen ihr Klärwasser mit PCR-Tests. Da finden Sie alles, von Affenpocken über Cholera, da finden Sie Tetanus, da finden Sie alles drin, was, ja, was es so gibt in der Biologie. Und nicht nur von Menschen, die Katzen scheißen ja auch in die Kläranlage. Also die, da ist alles drin und da kann man jederzeit alles finden. Und die machen diese, die Kommunen geben da Geld für aus, dass sie die PCR-Tests machen lassen in der Kläranlage. Ich bin Arzt für Hygiene, habe Kläranlagen untersucht und Qualitätskontrollen gemacht. Was das für ein Schwachsinn ist, wer sich sowas ausdenkt, dass das die Hygieniker vom Robert-Koch-Institut mitmachen. Die müssen sich doch totlachen zu Hause. Es ist absurd. Aber die machen das, damit sie uns Angst machen können. Ja, die WHO muss untergehen, wird untergehen. Und sie ist nichts weiter als ein Instrument. Aber glauben Sie bitte nicht, dass damit das Problem gelöst ist, selbst wenn die WHO weg wäre. Diejenigen, die die WHO benutzen als Instrument, die haben sich nicht allein auf die WHO verlassen. Die haben weitergedacht. Denken Sie doch mal an Herrn Rockefeller, der schon seit 1914 dieses Feld entwickelt. Die Leute wissen doch, wie man Märkte entwickelt, wie man Märkte erschließt, wie man das verstetigt, wie man Abhängigkeiten schafft, wie man Menschen Angst macht, damit sie kaufen. Das nennt sich Fearmongering. Übrigens haben sie die Wörterbücher auch verändert. Ich habe mal früher geguckt, was Fearmongering genau heißt, da, weil ich nichts falsch machen wollte. Das heißt, früher stand da drin, das wird mit Hilfe von Angst machen, werden Produkte vermarktet. Ihr müsst unsere Tabletten nehmen, damit ihr nicht krank werdet. Oder unsere Spritze, unser. Heute steht im Oxford Dictionary als Beispiel für Fearmongering. Fearmongering ist, wenn einer Angst macht, zum Beispiel vor einer Impfung. Haben die, steht drin im Oxford. Also die, selbst die Wörterbücher verändern sie. Und wir haben jetzt, längst gibt es ein europäisches Programm, die hat das One Health Programm. Da werden Leute, kriegen ihr Studium finanziert, da gibt es Wissenschaft. Millionen werden ausgegeben für Leute, die da mitmachen bei dem Zirkus. Und überall in Deutschland auch gibt es Institute, die kriegen Geld dafür, wenn sie One Health forschen. Wenn sie die Kläranlagen untersuchen und sowas machen. Die stecken da richtig viel Geld rein. Ganze Karrieren werden aufgebaut. Alumni der One Health Forschung wachsen überall auf. Das ist das Gleiche, wie das Herr Rockefeller gemacht hat mit seinen Alumni. Wie er die Abhängigkeiten schafft, wie er den, die, man denkt gar nicht mehr anders. Natürlich ist das so, das Problemfeld, der Rahmen, in dem Wissenschaft gemacht wird, wird abgesteckt. Und zwar durch die Geldgeber. Da kommt keiner auf die Idee, sag mal, zieht man einen Schritt zurück und sagt, so sag mal, woran werden die Menschen eigentlich wirklich krank? Wer lebt denn eigentlich gesund? Und was ist mit den Amish People zum Beispiel? Wie unterscheiden die sich in ihrer Gesundheit von anderen, die keinen Fernseher haben und diese ganzen Medien verabscheuen? Also diese Forschung gibt es nicht. Es gibt auch keine Forschung der Leute, die sie jetzt, diese ganzen Masern und wie sie alle heißen, diese zig Impfungen, die Kinder reingedonnert kriegen, die nachgucken, wie sich das langfristig auswirkt. Gar nicht. Gibt es nicht. Wird nicht bezahlt, gibt es nicht. Wir wissen nicht, ob Impfungen nutzen oder schaden langfristig. Wir wissen, dass sie nicht wirken bei vielen. Wir wissen auch, dass sie eigentlich nicht mehr notwendig sind, weil es diese Krankheiten schon vorher nicht mehr gab. Jedenfalls in einem erheblichen Maße. Wir wissen, dass die Nebenwirkungsrate der Masernimpfung größer ist als die Komplikationen der Masern in Deutschland. In Deutschland. Aber trotzdem, die EU macht das, gibt da ganz viel Geld aus. Auf der Webseite der Kommission steht das alles. Landwirtschaftliche Produktion soll genutzt werden, Tiere als Wächter für die Erkennung und Bekämpfung von Umwelterregern und Kontaminanten, Bekämpfung von antimikrobiellen Resistenzen. Oh, die antimikrobiellen Resistenzen, die sind ja ein Grund, weshalb man immer wieder neue Medikamente auf den Markt wirft. Die alten sind billig, Patente ausgelaufen und da gibt es dann Resistenzen, die darf man nicht mehr nehmen. Was eine Resistenz ist, wie heftig und wo sie erforscht wird, wer nachguckt, macht die WHO, machen die Geldgeber.
Wenn ich eine Infektion habe, ich sehe zu, dass ich möglichst irgendwie ein Antibiotikum nehme, welches man lange kennt und wo man weiß, wie die Nebenwirkungen sind. Und nicht eins von diesen neuen Mitteln, wo man gar nicht weiß, welche Nebenwirkungen da auftreten. Aber das wird von den Ärzten nicht mehr verordnet. Nein, da gibt es jetzt überall Resistenzen. Ja, wo, Herr Doktor, haben Sie denn Ihre Resistenzen her? Wo ist denn die wissenschaftliche Arbeit? Wer untersucht denn das? Ja, ich hatte hier noch ein anderes schönes Bild. Guck mal da. What we are very proud of now is how we penetrate the cabinets around the world. Hat er schon 2017 gesagt, Wie stolz sie sind, dass sie die ganzen Kabinette, die ganze Regierung überall auf der Welt, nicht nur die Chefs, sondern auch die Ministerien mit ihren Leuten besetzt haben. Das ist die Wirtschaft. Da, wo Frau Brundtland gesagt hat, nun kommt mal alle zur WHO. Die haben wirtschaftliche Interessen. Und die benutzen die Regierung, um ihre wirtschaftlichen Interessen zu verstetigen, um alles so zu machen, dass sie investieren können, dass sie kaufen können, da, wo es sich lohnt. Das hat mit Gesundheit nichts zu tun. Wenn wir Angst haben vor Krankheit, kann man am meisten verdienen. Am meisten verdient man, wenn die Leute Angst haben zu sterben. Deshalb ist einer der größten Märkte die Onkologie. Die ganzen Krebsmedikamente, die sind so richtig teuer. Und wenn das Patent abgelaufen wird, dann kommt wieder ein neues. Und das ist, da gibt es ja jemanden, der hat herausgefunden, das wirkt doch was. Gucken Sie sich die klinischen Studien mal an. Die Nachbeobachtungszeiten, die fehlenden Beobachtungen der Lebensqualität, all diese, und die Studiendesigns, die Ethikkommissionen. Was da für ein Elend geschieht. Ich hab bei der WHO das einmal mal nachgefragt. Es gab da eine Frau Dreyfus, das ist die ehemalige Sozialministerin in der Schweiz. Und die Frau Dreyfus hat eine Kommission gehabt, die hat herausgefunden, was sind denn die richtigen Anreize, die wir setzen müssen, damit die Forschung vernünftige Themen findet und auch vernünftig läuft. Die meinte das wirklich ernst. Das war eine sehr, und die hat einen schönen Bericht gemacht mit der Kommission, der heißt Public Health and Intellectual Property Rights. Also öffentliche Gesundheit und Patente. Und das, normalerweise ist es ja so, dass man, wenn einer was Neues entwickelt, dann lässt er sich das patentieren und dann darf er 15 Jahre lang dieses Patent alleine benutzen. Oder er darf die Rechte daran verkaufen, darf da richtig viel Geld mit verdienen mit dem Patent. Und wenn er das dann noch für Kinder zulässt, dann kriegt er nochmal 5 Jahre extra. Also die haben Verlängerung der Patentlaufzeiten. Und diese patentgeschützten Medikamente, die kosten ein Schweinegeld. Die nehmen den größten Teil der Gesundheitsmittelausgaben, gehen für diese Medikamente raus. Und die Frau Dreyfus hat gesagt, so, was würde das denn kosten, wenn wir die Forschung finanzieren aus staatlichen Mitteln, und zwar für Sachen, die wir brauchen, dass wir selber uns überlegen, wo müsste geforscht werden und dann da Geld investieren, damit da geforscht wird, ob es da Medikamente gibt und ob das Sinn macht. Und die hat festgestellt, dass es ein Fünftel kostet. Das heißt aber, dass sie nur ein Fünftel verdienen würden in der Pharmaindustrie. Das machen die natürlich nicht. Ja, also diese Geschichte, die wir da erleben, da will ich nur ganz kurz erwähnen, das ist ja im Rahmen einer Sache, die uns Angst macht, nicht nur in Bezug auf Krankheiten, sondern die uns durcheinander bringt in Bezug auf unsere Werte, die unsere ganze Sprache durcheinander bringt, die Mann und Frau und rechts und links durcheinander wirft, die alles, was wir vorher nicht in Frage gestellt haben, so durcheinander wirft, dass wir uns streiten, weil wir nicht mehr wissen, uns nicht mehr orientieren können. Und zwar macht man das dadurch, dass man die jungen Leute über die Handys, hat man sie ja in der Hand, kann man ja ganz leicht neue Dinge programmieren. Und ja, dir wird nichts gehören und du wirst glücklich sein. Und wer da mitmacht, wird belohnt. Der kriegt hat Karrierechancen, der kriegt Stipendien, der kriegt Fördermittel. Und die Leute, Geld haben sie ja. Und solange man mit Geld auch Macht kaufen kann und auch unsere Medien kaufen kann, das heißt unsere Kommunikationsmittel. Ich hatte zu Anfang gesagt, Gesellschaft ist Kommunikation. Leben ist Kommunikation. Wie wir zusammenleben, das geht nur gut, wenn wir so kommunizieren können, dass wir das, was für uns wichtig ist, jederzeit erfahren,
damit wir gegensteuern können, damit wir korrigieren können. Wir müssen wirklich die Wahrheit erfahren, was läuft. Sonst können wir nicht sagen, halt, stopp, das wollen wir nicht, wir wollen unser Geld dafür nicht ausgeben. Und wenn man das steuern kann, wenn man die Kommunikation steuern kann, indem man alle Medien kauft, privatisiert oder staatliche Medien auf staatliche Medien Einfluss nimmt, die unabhängig sein sollen, indem man die Regierung kauft. Übrigens bei Transparency habe ich den Spruch geprägt, dass eine Korruption umso effizienter ist, je höher man sie ansetzt. Also wer den Chef kauft, der braucht sich um die Angestellten nicht mehr zu kümmern. Der Chef sorgt da schon für, dass das alles läuft. Und genauso machen sie es mit den Kabinetten auf der ganzen Welt. Ich wollte ja nichts über Politik zu erzählen, hat auch nichts mit Politik zu tun. Das ist systemische Gesellschaftslehre. Das ist völlig egal, das gilt für alle Organisationen. Aber weshalb haben uns jetzt diese Ämter, die wir doch haben, da haben wir so viele, Paul Ehrlich, Robert Koch und wie sie alle heißen, sollen uns doch unsere Gesundheit schützen, weshalb haben sie das nicht gemacht? Das war jetzt so offensichtlich, das hätten die doch sehen müssen, was der einsame Amtsarzt da, was der da rausfindet innerhalb von 2 Wochen, das haben die doch längst, das wissen die doch. Die haben doch das ganze Hintergrundwissen. Warum haben die uns nicht geschützt? Dafür sind sie doch da. Tja. Deshalb, im Krieg gelten andere Regeln. Und wenn man einen Fake macht, ein Public Health Emergency of International Concern, dann ist da ein Feind. Das ist diesmal nicht der Terrorismus, sondern das sind Mikroben, Viren. Dann müssen wir uns wehren. Und da müssen wir alle zusammenstehen. Und dann müssen wir alles, was wir haben, da können wir nicht mehr Bedenkenträger dulden, wir müssen schnell handeln, schnell. Ja, und das hat man planvoll gemacht. Da gibt es die entsprechenden Regelungen, die sind vorbereitet seit 20 Jahren, dass man sowas machen kann. Da gibt es diese Emergency Use Authorization. Das heißt, im Notfall wird das alles zugelassen. Das bestimmt der Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten, bestimmt, wann der Notfall ist. Und er bestimmt, welches Medikament jetzt, welche Waffe dagegen gekauft wird und produziert wird. Und da hat die FDA nichts mehr zu melden. Die Zulassungsbehörde des Paul-Ehrlich-Instituts zum Lachen. Und so ist es gelaufen, genau so. Inzwischen wissen wir jede einzelne Regelung. Da gibt es gute Leute in den USA, die das sehr, sehr genau rausgearbeitet haben, wie das alles vorbereitet wurde. Das sind immer Regeln, kann. Im Falle das, kann der das machen, darf der das machen und so weiter. Und das hat man ausgenutzt. Und dann gibt es ja überall diese Public-Private Partnership, wo das Militär gemeinsam dann mit der Industrie, wenn die einen Panzer haben wollen, den bauen die ja nicht selber, sondern dann arbeiten sie mit Rheinmetall zusammen oder Kriegsschiff, dann arbeiten sie mit irgendeiner Werft zusammen oder die arbeiten ja immer. Oder wenn sie Computer haben, mit denen sie Raketen steuern, ja, da brauchen sie doch Siemens oder da brauchen sie doch eine. Arbeiten immer zusammen mit Soldaten und Firmen, arbeiten ganz eng zusammen. In den USA ist es sogar so, dass man als Militär, wenn man beim Angestellten ist, wenn man Soldat ist, kriegt man 2 Jahre Urlaub. Und darf in einer Privatfirma, dann Rüstungsfirma oder aber in einer privaten Militärfirma sogar, darf man dann sehr, sehr viel Geld verdienen. Da kriegt man ein 10-faches von dem Gehalt, was man im Staat kriegt. Und dann hinterher kommt man wieder. Und so gibt es dann ganz intensiven Austausch. Und die haben dafür gesorgt, durch diese Einflussnahme und die Einflussnahme in der Politik haben die dafür gesorgt, dass es diese ganzen Regeln gibt. Keine vorgeschriebenen Standards für Qualitätskontrolle bei der Herstellung. Keine Inspektion der Herstellungsverfahren. Kein Verbot großer Schwankungen zwischen den einzelnen Chargen. Kein Verbot der Verfälschung. Keine Verpflichtung zur Einhaltung der aktuellen guten Herstellungspraxis. Alles im Gesetz steht drin. Und da gibt es extra eine Behörde, die das Ganze dann regelt, die diese Declaration of a Public Health Emergency dann ausarbeitet und begründet, ASPR in den USA. Und das hier ist die Timeline dieser Covid-Shots bei Pfizer. Sehen Sie ganz unten, das Grüne ist die normale Zulassung. Das haben diese Studien, von denen ich vorhin erzählt habe, die auch eine Katastrophe waren. Das ist die Zeit, in der die Studien gemacht wurden. Aber da hat man schon längst die Emergency-Zulassung gehabt.
Das war schon vertraglich alles klar. Auch die Patente wusste man, wer die hat. Für diese Produktion und für diese Stoffe, für die RNA und für die Nanopartikel. Und dann hat man auch schon angefangen zu produzieren. Und die klinischen Studien hat man gemacht mit hochgereinigter RNA. Während man die Produktion gemacht hatte mit Produkten aus Kolibakterien, aus genveränderten Kolibakterien, mit unheimlich viel Verunreinigung drin, mit DNA-Verunreinigung, ein Drittel der Spritzen, die hier untersucht wurden. Und das Ganze ist dann nachher zusammengeführt worden und wurde dann, ja, im Rahmen der Emergency wurde das dann vom Militär verwaltet. Sie erinnern sich, als das losging mit den Spritzen, Anfang des Jahres 21, da kamen diese Impftrupps überall hin. Da waren immer Soldaten dabei. Die brachten den Impfstoff mit. Der musste nämlich bei minus 80 Grad gekühlt werden. Aber nur bis Mai 22. 1. Mai 22 hat die Bundeswehr das abgegeben an das Paul-Ehrlich-Institut. Vorher ist das alles unter NATO gelaufen. Und zwar überall zur gleichen Zeit. Wenn man irgendwas synchron machen will, dann muss man Militär haben, dann gibt es einen Befehl. Und diese geschwärzten Protokolle beim Robert-Koch-Institut, wo sie sagten, der hat aber gesagt, jetzt müssen wir es hochstufen. Raten Sie mal, wer das wohl gewesen ist. Das war nicht der blöde, nee, ich sag nichts. Das war kein Politiker. Ja, und da lief das los, überall gleichzeitig. Das klappte wie am Schnürchen. Und da gibt es auch, die sind frei von irgendwelchen Schadensersatzansprüchen, all das gehört dazu. Es ist Krieg, meine Damen und Herren. Da gelten andere Regeln. Und genau das ist die Begründung gewesen, immer und überall bei diesen ganzen Sachen. Und es ist ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung gewesen. Da ist gerade die Übergabe, da ist der Chef, der Breuer, der ist da und da ist die Kanzleramtsvertreterin und die Neue, die das beim Paul-Ehrlich-Institut leitet. Das Ganze läuft als Countermeasure, militärische Countermeasures. Und die Pandemie hat vorher die Bundeswehr gemacht, das wurde dann, und die NATO hat geliefert, hat dafür gesorgt, für die Distribution, für die Kühlkette, für die Logistik. Die haben natürlich das nicht selbst gemacht, sondern die haben dann die Aufträge gegeben an bestimmte Firmen, an die DPA, die ganzen Logistikfirmen. Die haben alle Kühlhäuser gebaut. Und das sind alles Mittel gewesen, die so mobilisiert worden sind, dass das dann so einheitlich geklappt hat. Und inzwischen wird ja vorbereitet für die neuen Pandemien. Disease X, da weiß man noch nicht was genau, aber man hat schon mal einen Impfstoff dagegen. Hier, das ist vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller in Deutschland. Das sind insgesamt jetzt wie viel? 120 Stoffe. Ich glaube, das sind mehr. Etwa 120 Stoffe. Das sind alles RNA, sogenannte Impfstoffe. Impfstoffe dürfen ja heißen. Eigentlich sind es Gentherapien gegen Infektionskrankheiten. Und da sind 59 dabei gegen Covid, gegen andere Grippeerreger, Metapneumo und RSV. Dann aber auch gegen Dengue, gegen Genitalherpes, gegen Grippe, Hepatitis, HIV, HPV. Da überall RNA. Die ganze Technologie, das war jetzt ein Durchbruch, was wir erlebt haben. Jetzt geht's los. Und das da unten, diese kleine Kasten, das ist eine Firma in Seattle, die hat gerade von dem Verteidigungsministerium der USA, haben die gerade ein paar Millionen gekriegt, weil die ein Nasenspray gegen H5N1, gegen Vogelgrippe herstellen und klinisch ausprobieren, der dann wahrscheinlich irgendwann auf den Markt kommt. Das bezahlt alles das Militär. Die geben die ganzen Gelder. Die kommen aus dem Haushalt der Sicherheit, aus dem Bereich der Sicherheit. Das ist nicht das Pentagon, sondern das ist auf viele Haushalte verteilt, je nachdem, was man für einen Namen gibt. Die Catherine Austin Fitz weiß da gut Bescheid. Die ist deswegen rausgeflogen. Die war ja Staatssekretärin und hat dieses Audit gemacht für die Finanz der USA. Und die hat festgestellt, dass da Milliarden verschoben worden sind in diese Firmen, in diese Projekte überall. Ja, und dann gibt es allein die verschiedenen Influenza-neuen Stoffe, die es da gibt, alles entweder die herkömmlichen, das sind nur 18, aber 34 Mal mit RNA,
Dann sind es non-virus-like Nanopartikel, die sehen also nicht so aus wie Viren, also, sondern einfach Nanopartikel, die dann immunisieren sollen. Dann rekombinante Eiweiße als Antigene, das heißt gentechnisch veränderte Eiweiße, die man dann herstellt, gentechnisch, die man uns spritzen will gegen Influenza. Absurd ist das alles. Es ist sowas von absurd. Und vor allen Dingen sind diese Spritzen überhaupt nicht nötig. Ja, und die Nanopartikel, das ist noch was Besonderes, die sind ja medizinisch nicht richtig erforscht. Die kennen Sie hauptsächlich, Sie wissen es nicht, aber die schmieren Sie sich hauptsächlich auf die Haut, wenn Sie Kosmetika nehmen. Weil die Nanopartikel sorgen dafür, dass die Wirktiefe der kosmetischen Mittel, der Hautpflegemittel, dass die gesteigert wird. Ich kann Ihnen nur sagen, nur Wasser kommt auf meine Haut. Ein Wahnsinn, was da gemacht wird. Und das ist nirgendwo deklariert. Das wird nirgendwo genehmigt. Das können die einfach machen. Ich habe einen Kongress gemacht, als ich da Präsident war bei der Ärztekammer für diese, weil ich sagte, Leute, ihr kümmert euch um alle möglichen Strahlen, aber was die Leute sich tonnenweise auf die Haut schmieren und von der Sonne einbrennen lassen, das weiß kein Schwein. Doch mein Schwein wusste, ich hatte ja ein Schwein mal, und das hat sich im Schlamm gewälzt. Gegen Sonne, ne? Einige Menschen machen das immer noch in anderen Ländern. Und ja, okay, also ich will nur sagen, die Nanopartikel, das sind Lipid-Nanopartikel, die werden vom Immunsystem nicht erkannt. Die gehen überall hin, in jede Zelle, überall. Und das Immunsystem wehrt sie nicht ab. Das erkennt sie einfach nicht. Das sind wie Tarnkappenbomber. Und die kommen durch jede Schranke durch, alle biologischen Schranken, bis ins Gehirn, überall hin. Ja. Und das ist natürlich nicht mit einer natürlichen Infektion zu vergleichen, denn Viren, wenn man mit Infektion, die brauchen einen bestimmten Rezeptor, damit sie in die Zelle kommen. Die Viren sind angepasst an bestimmte Oberflächenstrukturen der Zellen, wo sie rein wollen. Das ist in der Evolution, entwickelt sich sowas. Nanopartikeln gehen so durch. In alle Zellen. Und deshalb gibt es auch keine Rückkopplung, keine biologische vernünftige Reaktion drauf. Der Körper ist dem ausgeliefert. Er kann sie nicht erkennen. Und wenn die dann reinkommt, die RNA, wenn die RNA oder DNA transfizieren, also reinbringen in die Zelle, dann wird die Zelle als verändert vom Immunsystem erkannt und zerstört. Und ja, vor allen Dingen dann, wenn sie nach außen die Produkte, die Eiweiße dann präsentiert, die Spikes zum Beispiel. Dadurch entsteht Krebs, da kann ich jetzt nicht noch drauf eingehen. Aber hier, dass das Zeug jetzt überall, das ist ja die Technik, das ist eine wissenschaftliche, für die neuen Märkte, eine wissenschaftliche Veröffentlichung, wo man sagt, das kann durch die Haut, durchs Auge, durch die Lunge, durch die Nase, durch das Genitale, durch den Darm, durch das Ohr. Überall können Sie diese Nanopartikel zuführen, auch in der Nahrung. Wenn Sie davon die richtige Dosis essen, dann wird es vom Darm aufgenommen. Dann geht es in die Leber, durch die Fortader. Und dann gibt es in der Leber eine Entzündung. Hepatitis. Ach, was war das noch mit den Fällen von Autoimmunhepatitis? 1000 Autoimmunhepatitis-Fälle 2021 bei Kindern in Europa. 1000 Fälle. Und da gab es eine Kommission. Und die haben gefragt, das ist ja eine eigenartige Sache. Und dann haben sie festgestellt, die haben ja zu 80% der Fälle, da hat man Adenoviren gefunden. Komisch, was hat der Hepatitis? Adenoviren machen doch keine Autoimmunhepatitis. Und ich habe immer wieder die Frage gestellt, habt ihr gefragt, welche sogenannten Impfstoffe die Eltern gekriegt haben? Habt ihr das gefragt? Haben die AstraZeneca oder Johnson & Johnson gekriegt? Wenn dann nämlich die Kinder, diese Viren, die da als Vektoren benutzt werden, das sind Adenoviren. Und das sind gentechnisch veränderte Adenoviren, die diese RNA in die Zelle bringen. Und wenn die Kinder das mit der Nahrung aufnehmen, dann kann es sehr wohl sein, mit der Muttermilch zum Beispiel, dass sie dann solche Autoimmunhepatitis kriegen. Das ist nicht gefragt worden, nicht mehr erhoben worden. Die haben die Eltern nicht gefragt. Und die waren da Riesenpanik in Stockholm beim europäischen CDC. Da waren sie alarmiert. In England gab es eine ganze Kommission, da gab es einen Bericht, haben die wieder aufgehört inzwischen. AstraZeneca ist jetzt weg vom Fenster.
wird auch nicht mehr produziert, ist die Zulassung entzogen worden. Ja, das sind die Phasen der Pandemie. Und zwar die interpandemische Phase, wenn nichts los ist, dann kommt die präpandemische Phase, die Alarmphase, dann kommt die pandemische Phase, dann kommt die Übergangsphase, wenn es wieder abklingt, und dann wieder die interpandemische Phase. So jedes Jahr. Früher nannten wir das Grippewelle. Und da gibt es einen, der reitet auf dieser Welle. Der sagt, wenn die Welle, wenn da was ist und man hat dann Impfstoff dagegen, dann kündigen die das an, sagen, oh, da kommt was, oder wir haben Impfstoff, dann steigt die Aktie. Und wenn die oben ist, dann verkaufen die schnell wieder. Und dann machen sie die nächste Welle. Immer, die wollen, machen die Wellen, auf denen sie dann in der Börse reiten. Das ist das Geschäft, was da gemacht wird. So einfach ist das. Und so blöd sind wir. Jetzt machen sie es in Afrika. Da bauen sie jetzt da diese Da hat BioNTech hat jetzt irgendwo in Ruanda so einen Container hingestellt und ist ganz stolz. Da werden sie jetzt auch solche Stoffe dann herstellen. Mal sehen, ob das geht hier. Ich habe hier so einen Bericht aus dem Fernsehen. Impfstoffproduktion im Hightech-Container. So wie hier im Prototyp in Marburg sollen in Ruanda künftig mRNA-Impfstoffe hergestellt werden. Ist nicht laut genug, ne? Vor allem gegen Covid-19, weitere gegen Krankheiten wie Malaria sollen folgen. Die erste dieser Produktionseinheiten, Biotainer, wie sie das Mainzer Unternehmen nennt, ist nun eingetroffen aus Deutschland. Es ist ja eine strategische Entscheidung, nicht nur diese Entscheidung, sondern es gibt hier in Afrika einen sehr, sehr großen Wunsch, die neuesten Produktionstechnologien zu implementieren. Afrika hat hier an die Zielsetzung einen Großteil oder einen ganz großen Teil der Impfstoffe, die sie derzeit noch von anderen Ländern beziehen, bis 2030 in Afrika zu produzieren. Heute wurde die Produktionsstätte von Ruandas Präsident Kagame feierlich eingeweiht. Okay. Mit dabei hoher politischer. Ja, das ist nicht das einzige Land. Sie sehen da überall diese neuen Projekte. Die grünen Kreise sind alles neue Projekte, die blauen gab es schon. Und da werden klinische Studien gemacht, ganz viele klinische Studien gemacht. Und kein Mensch weiß da von den Betroffenen, dass sie an den klinischen Studien teilnehmen. Die müssen ja auch die moderne Medizin dann genießen können. Das habe ich Ihnen erzählt, das sind diese ICD-Diagnosen, positiv mit PCR-Tests und so weiter, da brauchen wir nicht drauf einzugehen. Aber jetzt ist es ja so, dass viele Leute jetzt krank werden nach diesen Spritzen. Und die Leute, die Kliniken und die ihr Personal gezwungen haben oder die Ärzte, die ja 30 Euro für eine Spritze gekriegt haben, die wollen da nicht so gerne dran denken, dass das eventuell daherkommt von ihren Spritzen. Und deshalb ist ja diese Post-Covid und Long-Covid ist ja eine Erfindung, mit der man das Ganze sehr schön dann neu benennen kann und davon ablenken kann. Und nicht nur das. Jedem, der die Spritzen begrüßt oder sogar für ein gutes Honorar verabreicht hat, wird mit der Diagnose Long-Covid ermöglicht, das erdrückende Wissen um die Nebenwirkungen des Massenexperiments zu verdrängen. Naja, machen wir das weg da. Danke. Ja, also es gibt erhebliche Flecken in der ärztlichen, da gibt es blinde Flecken in der ärztlichen Diagnostik. Die Differentialdiagnose wird da ausgeblendet. Das ist unverantwortlich. Wir haben da so in einer Gruppe von Ärzten, der Arne Burkhardt war dabei und der Hans-Michael Hackenberg, wir haben da zusammen so eine Post-VAC-Orientierungshilfe für praktische Ärzte gemacht und auch für interessierte Laien. Die kann man sich downloaden im Internet auf meiner Homepage. Wenn man ein bisschen weiter auf der ersten Seite runterscrollt, dann ist der Link da auch. Aber man verdient jetzt auch, man baut jetzt neue Impfungen auf. Man kann jetzt ja auch gegen Krebs impfen. Man benutzt das Wort impfen, was so positiv aufgeladen ist. Und die gleichen Leute kündigen jetzt an, wir haben jetzt schon wieder neue RNA-Technologie. Wir verändern ihre Zellen, sodass ihre Zellen sich gegen den Krebs wehren können, auch wieder mit RNA. Also diese Technologie ist eine Katastrophe. Und sie wird jetzt auch noch eingesetzt gegen die Nebenwirkungen, die man durch sie erzeugt hat. Ja. Wir haben eine systemische Fehlentwicklung, wir haben institutionelle Korruption. Wir können uns nicht mehr auf unsere Behörden, wir können uns nichts mehr auf das verlassen, die Macht, die wir selber haben in unserem Staat, die geht ja vom Volke aus, die Macht, von uns. Wir suchen uns Leute aus,
die für uns Regeln machen, an die wir uns dann halten. Das ist der Prinzip der Demokratie. Wir suchen sie aus. Die machen Regeln und daran sind wir uns einig, wenn die Regeln da sind, halten wir uns dran. Und wenn wir die Macht, die wir ihnen anvertraut haben, wenn die missbraucht wird zu anderen Zwecken, die wir nicht gewollt haben, sogar zu eigennützigen Zwecken, privaten Zwecken, dann nennt man das Korruption. Und wie gesagt, das ist sind nicht mehr einzelne Menschen, die korrumpiert sind, sondern inzwischen, früher waren das einzelne Menschen, das ist da unten links, dieses schwarze Schaf in der weißen Herde, da waren einzelne bestochene Beamte, die haben auch Schaden angerichtet. Aber heute kauft man den Chef und dann ist die ganze Herde schwarz und die müssen alle mitmachen. Und wenn da einer ist, der sagt, dafür bin ich aber nicht Pflegekraft geworden oder das ist nicht meine ärztliche Aufgabe, ich mache da dann nicht, ich schade doch nicht meinen Patienten, dann ist der ein Whistleblower. Dann ist der... Das ist die Situation, in der wir sind zurzeit. Und das hat zur Folge, dass wir uns Gedanken machen müssen, so wie ändern wir das? Wie kriegen wir das wieder weg? Das ist nicht nur im Gesundheitswesen so, sondern in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Wir haben private Militärfirmen, die daran verdienen, dass Krieg ist. Wir haben die Wissenschaft, die dem Geld hinterherläuft. Wir haben Rechtsanwälte, die damit verdienen. Je mehr wir uns streiten, umso mehr verdienen sie. Und wenn wir einen Vergleich machen, dann gibt es doppeltes Honorar. Wir haben in der Kunst, sieht man auch nur noch den Kunstmarkt, das heißt, wer Künstler ist, bestimmt der Markt heutzutage. Irgendeiner, der in der Heidkarte da irgendwo was für sich hin baut, was Tolles, Ideen hat und so, nimmt man gar nicht mehr wahr. Die Religion ist zu einem Geschäft geworden. Sekten. Es sind überall Sekundärinteressen und wir haben systemische Fehlentwicklung. Wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir uns überlegen, was ist unsere Sache? Was können wir kontrollieren? Das ist doch, wir können doch bestimmen, wie wir leben wollen. Wir einigen uns jetzt, wir machen einen Verein auf und wenn einer von uns krank wird, dann machen wir so eine Kasse und dem helfen wir dann. Und stellen wir eine Pflege, wir sind genug, das reicht für zwei Pflegekräfte. Und die sind dann da für die Leute, die sie brauchen. Einigen wir uns. Das wäre eine Sache, die kann man machen. Wir leben aber jetzt, und das versucht ja diese Globalisten, die alles immer ausweiten. Bismarck hat das damals auch gemacht, weil die Schlotbarone, wie sie damals genannt wurden, die Industrie, die wollte einen Absatzmarkt haben, nicht nur in den einzelnen deutschen Fürstentümern, sondern im Deutschen Reich. Die wollten die Zollschranken weghaben. Die EU ist entstanden, damit der Handel, das ist eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft gewesen, damit der Handel sich ausdehnen kann, überall investieren kann, größere Märkte hat. Und die Globalisierung ist das Gleiche nochmal draufgesetzt, dass man überall die Ackerflächen aufkaufen kann, wenn man irgendwo verdient. Da darf doch der Nationalstaat kein Veto einlegen, wenn der Investor kommt. Und die deutschen Arztpraxen werden gekauft von Heuschrecken, die von irgendwoher kommen. Die kaufen die ganzen Arztpraxen auf. Das ist alles jetzt erlaubt. Das heißt, hier, wir leben in einer Welt, die so aussieht. Das Spiel lässt sich nicht mehr spielen. Das kriegen wir nicht wieder hin. Ich weiß nicht, wie man das ändern soll. Mit Gewalt geht es mit Sicherheit nicht. Denn die Gewalt ist auf der anderen Seite da, wo das Geld ist. Denn Gewalt kann man sich für Geld ja kaufen. Und solange wir an das Geld glauben, gibt es auch Leute, die für Geld alles machen. Das Spiel, was wir machen können, sind viele kleine Spiele, die beherrschen, die wir überschauen. Das heißt, dass wir regionalisieren, dass wir Dinge, die wir selbst machen können, auch selbst machen, dass wir uns um unsere Nachbarn kümmern. Die sind so wichtig, dass wir wieder zusammenkommen, dass wir Sachen machen, wo wir andere nicht brauchen, diese ganzen Konzerne, diese ganzen Sachen, die wir nicht überschauen, da sollen wir sie rausnehmen, da, wo wir sie nicht brauchen. Ich habe da eine Formel,
die Wodak'sche Formel, die Sie sich bitte auf den linken Unterarm tätowieren. Das Ganze ist Resilience, das heißt eine Gesellschaft, die überleben will, die florieren will. Die muss darauf achten, dass das, was sie gemeinsam organisiert, transparent ist. Dass sie jederzeit erkennt, wenn was schief läuft. Jederzeit erkennt, wenn irgendwas nicht richtig ist, man es korrigieren kann. Wir wissen nicht, wie wir es machen. Wir leben von Trial and Error. Das fangen wir mal an. Da hat einer eine Idee, machen wir. Oh nee, doch nicht. Lieber, lass uns das lieber anders machen. Also wir lernen dadurch, dass wir Dinge ausprobieren, weil man die Zukunft kann man nicht planen. Man kann da nur wachsam mit umgehen und rechtzeitig erkennen, wenn was schief läuft. Und dazu muss man es übersehen. Dafür brauchen wir Transparenz überall, wo wir Dinge anvertrauen. Lehrer, erzieh du mal meine Kinder. Bologna, sag ich nur. Und je größer das unten unterm Bruchstück, also schlechter und unübersichtlicher wird es, je größer das System ist, das denken Sie an das Schachbrett, das große. Oder je komplexer es ist, das ist das C. Komplexe, die heißt, dass wir es nicht verstehen, ohne dass wir angewiesen sind auf Spezialwissen. Und da gibt es ja so viel, die sich um die Moleküle kümmern und die uns erzählen, was ein PCR-Test ist und was nicht. Die ganzen Professoren, die es da gibt, auf die sind wir dann angewiesen. Die dürfen uns nicht beschwindeln. Die dürfen nicht eigennützig uns beraten. Tun sie aber. Deshalb diese Formel, das ist so eine ganz grobe Formel, die Sie bitte immer, wenn Sie irgendwas neu machen wollen, die Gesellschaft sich neu organisieren, Gemeinschaften sich organisieren wollen, ist es wichtig, dass man überlegt, was kann ich anvertrauen? Was überschaue ich? Wenn es unübersichtlich wird, dann muss ich Aufwand betreiben, um das noch zu übersehen. Das heißt, ich brauche irgendwelche Kontrollen, ich brauche Spezialisten, die Misstrauensaufwand dann betreiben. Misstrauensaufwand, diese ganzen Prüfer, diese Auditoren, diese Zertifizierer, diese, all dieses, wo man ganz viel Geld für ausgibt. Die Pflegekräfte brauchen 25-30% ihrer Zeit, um Dinge zu dokumentieren. Weißt du, ich war mal im Gemeinderat in meinem Dorf und da war das so, da hatten wir noch eine Gemeindeschwester. Und wenn die Mist gemacht hat, dann kamen die Nachbarn und sagen, hier, die säuft ja. Nicht? Oder die macht das, die guckt mal die Verbände an. Und dann haben wir die zitiert in den Gemeinderat und haben gesagt, damit gab es Beschwerden. So geht das nicht weiter. Nicht? Und dann haben wir noch jemanden dazu eingestellt oder haben sie rausgeschmissen oder was auch immer, was nötig war. Das heißt, wir haben, das war ein Dorf mit weiß nicht, 3.000 Leuten, ja, 3.000 etwa. Wir konnten das, haben wir gemeinsam mit dem Pastor gemacht. Nicht? Das war so eine gemeinsame Aktion. Und dann, das war aber, da haben wir keine Qualitätssicherung, keine Zertifizierung gehabt oder sowas, sondern wir haben dafür gesorgt, dass die Leute gut betreut wurden. Das geht immer noch. Und das, was man wissen muss, was es alles gibt an Verbandsmitteln und neuen Technologien, das kann man doch lesen, das kann man im Internet lesen, das kann jeder, das ist kein Problem. Also wir können Dinge subsidiär, das ist das Zauberwort, subsidiär gestalten. Subsidiär, im Gesundheitswesen hieße das, dass die primäre Budget-, Struktur- und Leistungsverantwortung liegt dort, wo der Bedarf entsteht. Da, wo was gemacht werden soll, da sind die verantwortlich, die da wohnen, die damit zu tun haben, primär. Ob die dann jemanden beauftragen, dann müssen sie sehen, dass sie da auch, dass sie kapieren, wenn da was falsch ist, dann müssen sie dafür sorgen, dass sie das weiter auch in der Hand haben. Denn die Verantwortung hat zum Beispiel die Kommune. Aber wenn ich jetzt, fragen Sie mal in einer Ratsversammlung in 100.000 Seelenstadt oder 500.000 Seelenstadt, fragen Sie mal die Ratsvertreter in der Kommune, wie das ist mit der, ob sie die wissen, wie die Pflegequalität ist. Da kümmert sich kein Schwein drum. Da ist so viel, was früher in der kommunalen Verantwortung war, wo vieles schiefgelaufen ist und wo man, aber da wusste man immer, an wen man sich wenden kann. Jetzt macht das irgendeine Firma. Jetzt gibt es Entsorgungsunternehmen, nicht nur für den Müll, auch für die alten Leute. Ja,
Ich denke, mit diesem Aufruf, dass man dafür sorgt, dass wieder Dinge dezentral und subsidiär versucht werden, dass man die wieder hinkriegt, damit will ich das mal bewenden lassen. Ich habe hier vielleicht noch eine Folie, da habe ich mir mal einfach was ausgedacht, so als Diskussionsvorschlag. Zum Beispiel Pflege und Sorge für alte, kranke und schwache Gemeinde von 10.000 bis 50.000 Einwohnern ist nicht schwer, kann man organisieren. Das könnten die mit einem Budget selber regeln, zum Beispiel. Oder die Grundversorgung für Hausärzte, Kinderärzte, Gynäkologen, Reha und Psychologen, so dass wir schon ein bisschen größer, 30.000 bis 50.000 Einwohner, das ist ein bisschen schwieriger, aber das könnte man auch regional mit einem Budget abdecken. Oder die Kinderbetreuung, nicht? Das wären dann so für 8 bis 20 Kinder, da ließe sich das, kann man sich zusammentun und das organisieren. Es gibt, da braucht man natürlich eine Stelle, die das Ganze ein bisschen, die hilft, wenn das nicht klappt und die dann, die subsidiär, wenn man es selber nicht schafft, wo man hingehen kann, sagen wir, wir schaffen das nicht alleine, kannst du nicht irgendwie uns unterstützen, aber nur auf Anforderung. Aber das Geld muss da sein, wo die Aufgabe zu erledigen ist. Und das ist keine Utopie, das gibt es zum Beispiel, in Schweden haben die 23 Regionen. Die 23 Regionen haben jeweils ihr eigenes Gesundheitsbudget. Gibt es Gesundheitsversammlungen, wo die Pflegeärzte, Patientenvertreter, auch Kommunalpolitiker, wo die sich streiten, was man mit dem Geld macht. Die haben kapitierte Budgets, so und so viel Einwohner, so viel Geld. Und dann überlegen die sich, oh Mensch, bei uns in der Region Lünchewigen, wir haben eine gesteigerte Mortalität beim Herzinfarkt. Bei uns sterben die alle. Warum sterben die woanders nicht? Guck mal, in Stockholm sterben die nicht so viel. Ja, das ist ja auch eine Stadt, das ist ja nicht, die Wege sind nicht so weit. Jetzt sollen wir uns einen Hubschrauber anschaffen. Was kostet der? Oder lieber einen 3-Notarztwagen. Ist billiger. Und sagt, nee, wir machen das anders. Ich habe gelesen, in Kanada, da gibt es ein Programm, da wird Wiederbelebungskurse für alle in der Bevölkerung gemacht. Die lernen alle, wie man wiederbelebt. Und dann gucken sie nach Literatur und dann finden sie tatsächlich, das ist tatsächlich die Wirtschaft und wirksamste, weil das geht am schnellsten. Man vermeidet Gehirnschäden und hat dann überbrückt die Zeit. Also die so überlegen, und das machen sie bei Rückenschmerzen, das machen sie bei all diesen Dingen, überlegen sie, wie geben wir unser Geld aus. Die machen das nicht alle gleich, sondern die lernen voneinander. Und das ist etwas, was spannend ist, wo man auch dann mal Mittel ausgeben muss, um Dinge rauszufinden, also forschen muss. Aber ich glaube, das sind Sachen, die machen Spaß, die lohnen sich. Und die führen vor allen Dingen dazu, dass wir unsere Kompetenzen erhalten. Wir werden doch blöd. Wir zahlen nur noch, haben keine Ahnung mehr wofür. Wir können nichts mehr selbst. So, ich will Sie ermutigen, dass Sie die Sachen selbst wieder in die Hand nehmen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.